Hallo, meine Lieben, hier bin ich. Ist jemand da? Mag jemand mit mir livestreamen? Das ist der Surprise-Livestream, der spontane. Ich dachte, es wird schlechtes Wetter sein, aber jetzt ist das Wetter wieder gut. Aber ich habe heute ziemlich viel Heuschnupfen. Insofern halte ich mich lieber indoor auf. Wer hat noch Heuschnupfen oder irgendwelche Allergien, die so richtig mal die Stimmung auch mal runterdrücken können? Wir sind ja auch von unserer körperlichen Befindlichkeit ganz stark psychisch abhängig, meine Lieben. Unusel Bär, Tierkanal, Claudia R. Du bist auch da. Luna, Jasmin Nil, Julia Kraus, Amelie Cologne, Michaela Kropf, Ilchen 368. Wir sind die Nachmittagsgesellschaft. Sienna M., Sarah die Kerze, Leonie Biere, Yoshiko C., Dragonfly. Ich habe Erkältung. Ach, da gibt es einige, die ein bisschen laborieren. Dann bin ich nicht ganz alleine, weil meistens, wenn ich so eine Heuschnupfenallergie habe, dann ist alles irgendwie so innerlich so gerötet und man ist viel, viel infektanfälliger, soll heißen, dass man dann auch leichter eine Sommergrippe entwickeln kann. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. So, Amelie Cologne, alles Gute für deine Erkältung, gute Besserung. Toruk Makto, Maxi M, Skyline for Life, Luca, es ist, wie es ist. Anonym, mal gucken, guter Name, mal gucken. Markus Schödel, Jasmin Nil, Michaela Kropf, Maxi M, danke für die gute Besserung. Also ich wünsche auch allen gute Besserung, denen es psychisch, physisch oder beides nicht so gut geht. Und die, denen es gut geht, dass es weiter gut gehen möge. Adriana Klappert, Martina L., Charlie, Anja Keks, Emilia Point. Ja, hallo, ich wollte mal fragen, ob du mal ein Video über Trauer machen kannst. Eine Simulation vielleicht kann ich gerne machen, habe ich schon gemacht. Die Anonym ist auch immer so lieb und verlinkt dann meistens die Videos, die irgendwie gefragt sind oder nochmals gefragt sind. Es sind ja so, so viele Videos, deswegen hatte ich diese Lösung vorgeschlagen mit dem 50 Thumbs Up, um eben die Videos, die so viele Likes haben, 100% zu sichern und die anderen, die halt nicht so oft geliked werden, dann irgendwie ins Archiv zu stopfen, also im Sinne auf privat zu stellen oder so, einfach, dass ein Überblick bleibt und dass ihr dann leichter die alten Videos, die wirklich von Belang sind, rausfinden könnt. Aber das ist auch ein Riesending. Also da mache ich lieber neue Videos, als da jetzt wirklich wie in so eine Bibliothek eine chronologische, also zeitliche Ordnung reinzukriegen. Chronologisch sind die Videos ohnehin geordnet, aber inhaltlich, also mit diesen, wie heißt das nicht, Podcasts, mit diesen Themen, Videos, ihr wisst schon, so zusammengesammelt. Wie ist jetzt das Wort? Mir scheint, meine Nebenhöhlen sind auch schon verstopft vom Heuschnupfen und mir fällt das Wort nicht mehr ein. Wie heißt denn das Wort? Ihr wisst schon, was ich meine, wenn man Videos so nach Sparten, nach Themen reiht und ordnet. Media Point, hallo, ich wollte mal fragen, ja, das hatte ich schon gelesen. Kann ich gerne nochmal machen, weil Trauer ist ein ganz zentrales Leben. Jeder Mensch ist irgendwann mal traurig im Leben, immer wieder mal. Und es sollte nichts sein, was wir kulturell bedingt oder sozialisationsbedingt sozusagen ablehnen und uns dann sofort innerlich abwerten und uns schlecht fühlen, so im Sinne von, man darf doch nicht trauern, man muss doch stark sein, man darf doch keine Gefühle zeigen. Das ist so dieser mitteleuropäische. Das ist so dieses Ding, das kennst du sicher. Ach, wie stark warst du doch, du hast keine Träne zerdrückt, ne? Das ist völliger Humbug, weil das heißt ja nur, dass die Trauer aufgeschoben ist und dass man keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen hat, wenn man keine Träne zerdrückt und quasi abgespalten ist oder die Gefühle abgespalten sind von einem selber. Anonym, es ist, wie es ist. Das heißt jetzt nicht, dass jemand nicht trauert, der keine Träne zerdrückt sozusagen. Es kann durchaus sein, dass man tief traurig ist und dennoch nicht weinen kann. Ja, das ist ja oft so, dass sich's dann aufstaut im Inneren und man hat nicht gelernt, man hat nicht gelernt, wirklich nach außen hin zu trauern. Man hat nicht gelernt, Gefühle nach außen zu setzen. Da habe ich übrigens gerade vorhin ein Video für euch gedreht, wo eben dieses Thema aufgegriffen wird in einer Simulation, jetzt nicht Trauer,
wie Emilia gebeten hat, das werde ich sicher auch machen, sondern in dem Video vorhin habe ich gezeigt, wie das ist, wenn gar nichts vorangeht in der Psychotherapie, wenn beide, sowohl Therapeutin als auch Klientin, nicht weiter wissen, ja, wenn es stockt, wenn die Klientin aufgeladen ist mit Fragen, aber nichts auf den Punkt bringt verbal, ja, weil sie es einfach nicht kann, sie kann ihre Gefühle nicht zum Ausdruck bringen, was man da dann machen kann. Da gibt es dann andere Methoden außer Reden, körperbezogene Psychotherapie, Methoden, gestalttherapeutische Methoden, das habe ich in dem Video gezeigt. Anonym Selbstdistanzierungsfähigkeit erlangen, wie? Das ist natürlich schwierig. Amelie Colon, ich habe mal eine Frage, ich wollte meinen Therapeuten letztens umarmen und dann hat er gesagt, ich darf das nicht, ich war irgendwie echt traurig, liegt das vielleicht an mir? Ich darf das nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie hat dein Therapeut dir das gesagt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das, und ich hatte es schon an anderer Stelle mal gesagt, dass ich das auch manchmal, wenn es für mich als Mensch, ich bin ja immer auch Mensch, nicht nur in der Therapeutenrolle, wenn es für mich nicht stimmig ist, wenn sich was in mir sperrt, dann tue ich es auch nicht. Also ich opfere mich nicht nur, weil die Klientin sagt, ach, das gibt mir so viel Kraft oder ich brauche das so unbedingt, sie zu umarmen und so weiter. Sondern wenn ich wirklich spüre, dass es passt, ja, es muss wechselseitig passen, sonst ist man ja wie eine Puppe, die sich quasi so hergibt für etwas. Dann ist es auch nicht authentisch. Vielleicht war das für deinen Therapeuten einfach nicht stimmig. Nur er müsste dann versuchen, dir das zu erklären, sodass du dich eben nicht abgelehnt fühlst. Weil wenn du dich dann abgelehnt und weiß ich nicht, abgewertet womöglich noch fühlst, dann ist es natürlich etwas, was in einer Psychotherapie nicht der Fall sein sollte. Aber ich nehme mir auch die Freiheit, dass ich sage, es wäre jetzt für sie nicht gut, wenn ich sie in den Arm nehmen würde, weil das verstärkt dann noch ihre Idealisierung meiner Person als Therapeutin, würde ich so zu der Klientin sagen. Ist das für sie in Ordnung, wenn ich sie jetzt nicht in den Arm nehmen, aber ihnen dann einen kräftigen Händedruck gibt. Natürlich nicht so, dass ich die Hand zerquetsche. Aber weißt du, was ich meine? Dass ich sozusagen ein Ersatzangebot mache und wirklich wertschätzend der Person sage, sie ist jetzt schon an einem Entwicklungsstand oder weiß ich nicht, wir sind auf unserer gemeinsamen Bergtour schon so weit, dass das nicht mehr notwendig ist, sie ans Seil zu nehmen, wenn ich jetzt wieder diesen Vergleich Psychotherapie-Bergtour machen darf. Wisst ihr, was ich meine? Man muss nicht ewig angeseilt sein. Man kann sich auch von seinem Therapeuten auf dem Weg, den man mit ihm geht, abnabeln, sprich mal freihändig laufen. Ja, das heißt ja nicht, dass dein Therapeut dich deswegen zurückweist für immer. Er will dich bloß nicht umarmen. Es kann aber natürlich sein, dass genau in diesem Moment die Umarmung so, so wichtig für dich gewesen wäre und dass dein Therapeut das genau nicht gespürt hat, weil er, weiß ich nicht, einen schlechten Tag hatte, überarbeitet war, unkonzentriert war, das falsch eingeschätzt hat. Es kann ja auch im Arzt passieren, dass er eine Situation falsch einschätzt, dass er sagt, nicht operieren und man hätte aber sofort operieren müssen. Also so Kunstfehler können in jedem Beruf, natürlich auch in helfenden Berufen vorkommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er 100% richtig gehandelt hat oder angemessen vielmehr, weil von richtig und falsch sollte man hier gar nicht sprechen, sondern eher von angemessen und unangemessen. Der Situation angemessen oder eben unangemessen. Andrea Teichmann, hallo, ich möchte unter euch ein Goldticket von Christian Bischoff verlosen. Ja, Sie haben mir das ja auch schon gesagt und das können Sie gerne machen, aber ich werde jetzt nicht andere, hätte ich beinahe gesagt, Gurus, ja, andere Lebenshelfer oder Lebensratgeber, Coaches hier promoten. Ich promote mich selber ja auch nicht, im Sinne von kommt alle zu mir und bucht bei mir Seminare, ab und zu nenne ich mein Buch, aber auch nur, also die Beziehungsformel, mein letztes Buch, nenne ich auch nur so zwischen den Zeilen manchmal, weil es geht mir ja nicht hier, möglichst viele Bücher zu verkaufen, sondern es geht mir hier drum, möglichst viel Impulse zu geben. Und wenn es gerade passt, dann nenne ich zum Beispiel mein Buch, aber ich mache jetzt keine Werbung für Therapiestunden bei mir, für Seminare bei mir, für Vorträge, zu denen man mich buchen kann. Das mache ich hier prinzipiell nicht, weil das ist keine Werbeplattform. Eben weder für mich, für mein Angebot, wer dennoch was interessant findet, den kann ich nicht dran hindern und das tue ich auch nicht, aber das ist nicht meine Absicht und deswegen promote ich hier auch keine anderen Leute, auch wenn sie noch so hilfreich sind. Ich traue euch zu, dass ihr euch selber das rauspickt an Ratgebern, an Büchern, an Coaches, an Seminaren, was für euch passt, zum richtigen Zeitpunkt. So, meine Lieben, ihr unterhaltet euch wieder ganz lieb und konstruktiv, das liebe ich total. Da streichen meine streichelnden Augen über eure Zeilen, sage ich jetzt mal ganz poetisch,
Weil ich freue mich einfach, wenn die Community, habe ich eh schon 100 Mal, gefühlt 1000, gefühlt Millionen Mal gesagt, weil ich kann es nicht oft genug sagen, ich sage es jetzt nochmal. Ja, das freut mich immer so, wenn ihr eure eigene innere Therapeutin, euren eigenen inneren Therapeut hier durch mich ermutigt hoffentlich und gegenseitig ermutigt rauslässt, ja. Weil in Wirklichkeit, meine Lieben, ist Psychotherapie Hilfe zur Selbsthilfe und keine Zauberei. Also es gibt nicht den guten Therapeuten, die super Therapeutin, die dir hilft, sondern es gibt nur den guten Therapeuten, die gute Therapeutin, die mit dir gut zusammenarbeitet, aber auch nur, wenn du bereit dazu bist. Also jeder wird auf Granit beißen. Es kann der bestqualifizierte Therapeut oder Therapeutin sein, wenn du nicht Vertrauen schenken kannst und wenn du nicht auch deine Grenzen innerhalb der Psychotherapie immer wieder von neuem ziehst und nicht dem Therapeuten blindlings folgst. Weil ich habe schon mehrmals gesagt, es kann auch sein, dass ein Therapeut mal das Gefühl hat, so, wir müssen jetzt unbedingt das Trauma dieser Person von ihnen da aufarbeiten und genau das ist aber der falsche Zeitpunkt und du fühlst dich dann noch getriggert, retraumatisiert, bist am Boden zerstört, fühlst dich vom Therapeuten unverstanden, alleingelassen und wenn das dann eben über längere Zeit hin anhält und du aber dann auch nicht den Mund aufkriegst, weil du dir denkst, mein Bergführer wird schon wissen, ich folge ihm in den nächsten Abgrund, wir seilen uns ab, er hat es ja gesagt, er verlangt von mir, ich muss abliefern. Wenn du in diesem Modus, in diesem Funktionsmodus drinnen bleibst, dann ist Psychotherapie wirklich ein Programm, das dich dann eher runterzieht als in die Höhe bringt. Und deswegen ist es wichtig, deswegen mache ich auch diesen Kanal unter anderem, so wichtig, dass du es als Zusammenarbeit siehst. Nicht als Therapie wie Massage, wo man einfach nur hingeht und man lässt den anderen machen. Auf gar keinen Fall geht so Psychotherapie. So. Yoshiko C., gute Besserung, Monik. Ach, ihr seid so süß. Noch ist es ja nur der Heuschnupfen. Es kratzt ein bisschen im Hals, aber ich hoffe, dass ich noch die Kurve kriege. Jasmin ausgesprochen, okay. Nachdenklich 99. Maxi M. Mal gucken. Grüße, Grüße. Ich habe übrigens überlegt, das ist auch, das ist jetzt nicht die Überraschung, die ich im Livestream, wann war der? Vorgestern? Mir kommt vor, der war vor einer Stunde. Also ich habe das Gefühl, ich bin dauernd am Livestreamen. Momentan ist so eine Phase, aber warum auch nicht? Das muss man ja nicht bewerten. Ergibt sich halt so. Passt gerade. Passt ja auch für euch, sehe ich. Passt gerade auch für mich. Also ich glaube, ich habe da auch schon gesagt, dass es eine Überraschung geben wird. Wieder mal. Ich bin immer für Überraschungen gut. Macht mir selber auch Spaß, Überraschungen zu haben. Macht das Leben spannend, ist auch eine neue Herausforderung. Langer Rede, kurzer Sinn. Eine kleine Überraschung, die ich vorhabe, ist, dass ich tatsächlich so, weiß ich nicht, zweimal im Monat, ich werde sehen, wie sich das einpendelt, in englischer Sprache tatsächlich einen Livestream versuchen werde, beziehungsweise zuerst mal ein Video vielleicht in englischer Sprache, um die Community noch ein bisschen zu erweitern. Das heißt überhaupt nicht, dass es nur mehr auf Englisch ist. Also Englisch ist ja nicht meine Muttersprache, um Gottes Willen. Ich bin in Österreich aufgewachsen, insofern ist es österreichisches Deutsch, wie ihr merkt. Und habe aber Germanistik studiert, also ich glaube, ich kenne mich in der deutschen Sprache ganz gut aus. Und meine Aussprache ist eindeutig österreichisch. Ist auch okay, versteht mich trotzdem jeder. Aber Englisch ist natürlich ein breiteres Feld. Und ich schwärme für, ja, ich schwärme tatsächlich für eine Show im amerikanischen Fernsehen. Man kann sie natürlich differenziert sehen. Sie hat auch ihre Ecken und Kanten. Das ist die Dr. Phil Show. Dr. Philip McGraw ist ein Fernsehpsychologe, der immer live, das kann man echt nur in Amerika so machen, Psychotherapiesitzungen quasi im Fernsehen abhält mit irgendwelchen, teilweise Prominenten, teilweise irgendwelchen Leuten, die ihn angeschrieben haben. Meine 13-jährige Tochter macht mich fertig oder eine 12-jährige Tochter schneidet sich und das und jenes und was soll ich tun, Dr. Phil? Und dann holt er diese Leute oder ich bin ein Scam-Opfer, ein 80-Jähriger schickt immer seine ganze Rente nach Afrika und dann wird ihm rausgefunden, dass die Frau, in die er sich verliebt hat, gar nicht wirklich existiert. Und das ist jetzt keine Show, wo alles gefaked ist, sondern ich habe mich da wirklich gründlich informiert und habe eben auch so Fernseh-Community-mäßig Drähte dorthin, weil ich kenne ja auch die Sandra Köhldorfer von Hochzeit auf den ersten Blick und bin auch mit Sat.1 und Pro7 ein bisschen connected, also verbunden. Und Dr. Phil macht das echt authentisch. Das sind echte, reale Fälle. Okay, in Amerika setzen sich die Leute wirklich vor die Kamera und lassen sich dabei filmen, wenn sie davon erzählen, ständig scheinschwanger zu sein oder eben ihre sämtlichen Problematiken werden da öffentlich gemacht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist. Es ist halt so in Amerika möglich.
Und die machen das sehr freiwillig, aber ich denke, man kann da einfach mehr Leute erreichen. Mein Englisch ist jetzt nicht mehr das Aktuellste. Ich bin eher so passiv-Englisch unterwegs, im Sinne von, dass ich englische Sendungen, englischsprachige Videos gucke und so, aber ich werde schon wieder reinkommen. Bin ich guten Mutes. Und der Arnold Schwarzenegger ist ja auch ein Landsmann von mir in der Nähe von Graz, also meiner Geburtsstadt ist der geboren. Also echt ein Landsmann. Und der hat ja auch eigentlich eine katastrophale Aussprache, sage ich mal, aber das war sein Markenzeichen. So, ihr habt euch schon weiter unterhalten, während ich hier labere, aber jetzt werde ich ein bisschen auf eure Fragen eingehen, wenn denn welche da sind. Playlists, genau. Das war das Wort, das ich suchte. Danke, Siena M. Genau. Doris Marie, Jasmin Nilm. Hallo Monika, ich hatte dir eine Frage am Freitag und im letzten Livestream-Video gestellt zu der Therapiesituation. Wirst du mir noch antworten? Schaffst du es bis Dienstag? Kannst du mir nochmal stellen? Dann kann ich sie jetzt gleich beantworten. Ich weiß, es ist irre mühsam, nochmal dieselbe Frage wieder und wieder zu stellen. Aber mein Auge ist jetzt gerade ganz genau auf die Kommentare, Fragen von euch gerichtet und nicht mehr in die Kamera. Ich habe mal eine Frage, Monika. Ich wollte meinen Therapeuten, fragt Amelie, ach so, das hatte ich schon mit dem Umarmen. Ja, wie gesagt, ich würde ihn echt fragen. Und auch damit konfrontieren, was das mit dir gemacht hat, gefühlsmäßig, ja. Einfach sagen, dass das für dich der falsche Zeitpunkt war, dass das für dich sich ganz schlecht anfühlte, dass du dich vielleicht zurückgewiesen fühltest, wie du jetzt mit dem Gefühl, frag ihn doch, wie du mit diesem Gefühl umgehen sollst. Anonym Distanzierungsfähigkeit erlangen. Doris Marie, man darf heutzutage auch keine Gefühle mehr zeigen, ohne abgestempelt zu werden. Naja, du meinst jetzt unser Perfektionismus-Zeitalter, Doris, ne? Wo man sich keine Blöße geben darf, beziehungsweise wenn man Gefühle zeigt, schon meint, es wäre eine Blöße. Der Unsolved Case, ich bin eine sehr ängstliche Person, verfalle ständig in Angstzustände und werde von Panikattacken erfasst, egal ob beim Öffnen meines E-Mail-Portals, beim Gehen durch die Stadt aus Angst einer, ich glaube, da machst du noch eine Fortsetzung, ne? Ich warte mal. Oh, Sie haben meinen Namen gesagt. Hehehe, Doris, ja, habe ich. Maxi M, Annalena Krüger, das ist eine gute Idee, könnte mir auch helfen. Charlie, Romina Krüger, Monika, wie kann ich an meine Gefühle kommen und sie rankommen und sie benennen? Das ist ganz schwierig, aber dazu habe ich eben genau dieses Video da vor einer halben Stunde gemacht. Monika, ist das Bild hinter dir ein Ausschnitt von heute? Vom Sturm, ja, genau. Ist kein Bild von mir übrigens. Ich habe es nicht gemalt, ich habe es nicht ausgesucht. Ich bin unschuldig. So. Person zu begegnen, sagt der Unsolved Case, der ich noch etwas schulde oder wenn ein wichtiger Termin ansteht, wie entkomme ich daraus? Der ständige hohe Herzschlag, das Dröhnen im Kopf, all das hält ungemein auf. Ja klar, das ist ein riesen Stress-Ding. Also du bist in einer Stresssymptomatik drin und man ist ja auch nicht ganz bei sich. Wenn man so unter Stress steht, soll heißen, man schüttet extrem viel Stresshormone aus, ist dann auch übrigens für Infektionen aller Art empfänglicher, weil ja das Immunsystem darunter leidet, wenn du so viele Stresshormone produzierst. Und das ist nicht einfach so hingesagt, das ist auch nicht esoterisch gemeint, nichts gegen Esoterik, sondern das ist einfach wirklich schulmedizinisch erwiesen. Das ist Evidence-Based Medicine, also allgemeines Wissen, dass wenn man immer so angespannt ist, weißt du, was ich meine, so eine innere Unruhe hat und immer Angst hat, dass man dann eben Stresshormone ausschüttet und dass man dadurch eben seine ganze psychische Befindlichkeit äußerst schwierig gestaltet, um es mal so zu schreiben. Also das heißt, man ist nicht wirklich entscheidungsfähig. Man ist ja eigentlich unter Hoch Spannung, wie wenn man ständig eine Prüfung hätte, von der alles abhängt. Und dadurch ist man natürlich auch nicht klar im Denken. Also man triggert sich permanent selbst und kann auch in eine Panikattacke reinrutschen oder eben so wie du es beschreibst, der Unsolved Case in die Richtung, jetzt habt ihr mein Englisch gehört, in die Richtung Selbstzweifel, Panikattacken, diffuse Ängste, also das ist dann alles wieder mal hausgemacht. Also die Ursache bist du selber natürlich nicht willentlich, aber wichtig wäre das Ganze mit Entspannungsübungen, mit Atemübungen, mit vielleicht Fantasiereisen in der Psychotherapie aufzulösen. Vielleicht schaffst du es auch alleine. Einfach experimentieren.
Aber ich denke eher mit einem Partner, dem du in die Augen schauen kannst. Partner meine ich jetzt Partner in der Therapie, in der Selbsttherapie. Also kurz gesagt einen Psychotherapeuten, der für dich passt. Diane Elsner, hallo Monika, bei mir läuft gerade ein Gerichtsverfahren und dadurch darf ich keine Traumatherapie machen. Meine Betreuerin meinte, bin ohnehin ziemlich instabil. Weißt du, was ich dann machen kann? Naja, Traumatherapie, habe ich auch schon oft gesagt, sage ich jetzt gerne wieder, ist etwas, das man wirklich in einem psychisch stabilen Zustand machen sollte. Psychisch stabil heißt einfach, dass du dich in der Lage fühlst, also schwindelfrei fühlst am Berg, in den Abgrund, der hinter dir liegt, zurück hineinzugucken, zurück hinabzugucken. Also wenn ich jetzt nicht schwindelfrei bin und ich gehe gerade mit meinem Guide da bergauf, ne, über Stock und Stein, stelle das mal echt wie so eine Bergbesteigung vor, und der Guide sagt dann zu mir, so, wir gucken jetzt mal in den Abgrund hinter Ihnen, aus dem ich gerade erst hochgekommen bin, oder auch wenn es schon länger zurückliegt, dass ich aus dem Abgrund hochgekommen bin, dann kann schon sein, dass es mich wieder hinunter unterzieht. Also ich muss total ein Niveau bei dieser Bergbesteigung erreicht haben, wo ich trittsicher bin, wo ich standfest bin, so ein Plateau irgendwo, wo ich schöne Aussicht habe und wo es mich nicht hinunterzieht. Jetzt bildlich gesprochen. Also du solltest Boden unter den Füßen haben, um eine Traumatherapie zu machen. Keine Belastungen von außen. Wenn du gerade ihr Gerichtsverfahren laufen hast, ist es meines Erachtens auch nicht der Zeitpunkt, um eine Traumatherapie zu machen. Lass dir Zeit, mach dir keinen Druck. Traumatherapie ist nichts, was man so runterschlingen kann wie Fastfood, sondern, das war jetzt wieder ein Monika-Satz, das ist dieser Dr. Phil, nennt sich Dr. Phil. Ich habe echt schon überlegt, ob ich mich Professor Mo nennen soll oder so irgendwie. Also es wäre doch irgendwie skurril, ne? Einerseits steht das für gewisse Lässigkeit, andererseits für eine gewisse Kompetenz, aber gleichzeitig denke ich mir, Monika, okay, Monika heißen viele. Also das wäre irgendwie, aber ich weiß nicht. Also ich bin mir da unschlüssig. Ebenso unschlüssig bin ich mit diesem Community-Namen, ob ich da alle Igelchen nennen soll, wegen der tollen Geschichte einer Zuschauerin. Für alle, die es noch nicht wissen, eine liebe Zuschauerin hat eine Geschichte vor langer, langer Zeit hier für diese Community geschrieben. Das war eine Igelchen-Geschichte, wo ihm das Igelchen zu einer Igelflüsterin, das war die Psychotherapeutin, geht. Und das Igelchen ist eben so ein Mensch, der sich einigelt, also kein Mensch, in der Geschichte ist es ein Igel, aber steht eben für einen Menschen, der sich zurückzieht, ein Igel, soziophob wird, Angst hat vor Verletzung, deswegen die Stacheln aufstellt und die Igelflüsterin streichelt das Igelchen dann und so weiter und so fort. Und so kam es zu diesem Begriff. Ihr könnt euch ja mal Begriffe überlegen oder ob ich einfach nur Hallo ihr Lieben sage und es weiter alles so bleibt, wie es ist. Wollen wir mal sehen. Ist ja kein Druck, kein Zwang, irgendwas zu ändern, aber man darf auch mal drüber nachdenken. Ein Monika-Satz, sehr schön, Kelly, 90. Ich will auch ein bisschen Tempo hier rausnehmen. Es geht ja nicht darum, hier irgendwas abzuarbeiten. Und ihr sollt auch nicht unter Stress mehr Fragen stellen. Ihr könnt mir immer wieder dieselbe Frage stellen. Ich werde sie vielleicht jedes Mal ein bisschen anders beantworten. 4.8. ist das Treffen, sagt Torung Magdu. Macht ihr ein Treffen in Berlin? Bin ich gespannt. Dann werde ich doch versuchen, vorbeizugucken, vorbeizuschauen. Aber Patricia Zigiliewska, mein Therapeut hat mich letztens gefragt, wieso ich in der Therapie bin. Ich konnte ihm nicht sagen, nur dass es mir nicht gut geht. Er sagte mir, dass es nicht reicht, wenn er die Therapie verlängern möchte. Ach so, er muss ein Ansuchen stellen, dass die Therapieverlängerung bewilligt wird. Da muss er natürlich von dir Hardfacts bekommen. Ist aber nicht besonders höflich, wie du es jetzt schilderst, wie er mit dir verfahren ist, wenn es genau so war und du vielleicht nicht igelchenmäßig überempfindlich war es. Vielleicht hat das eh netter gefärbt von der Stimme her, weißt du, was ich meine? Und für dich hat es halt von den Worten her so barsch geklungen, weiß ich nicht. Wenn man sehr verletzlich ist, dann hört man es manchmal sehr negativ. Deswegen sage ich eben immer dazu Scherz, wenn ich einen Scherz mache, weil man oft nicht sicher sein kann, ob es nicht in die falsche Kehle kommt, auch wenn man es gar nicht so meint. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja oft dieses Missverständnis. Dings, ja, was viele Menschen immer wieder eigentlich laufend haben. Die meisten Trennungen, Entzweiungen, Streitereien basieren auf verbalen Missverständnissen. So, ich konnte ihm nicht sagen, nur dass es mir nicht gut geht. Er sagte mir, dass es nicht reicht, habe ich schon gelesen, wenn er die Therapie verlängern möchte. Ich kann aber nicht genau in Worte fassen, wie es mir geht. Kannst du mir helfen? Naja, dann frag ihn. Stell immer bitte das eine Faustregel für euch. Das könnt ihr euch echt notieren und übers Bett hängen. Wenn eure Therapeutin, euer Therapeut eine Frage stellt, dann fühlt euch bitte nicht wie in einem Verhör, so quasi, blub, jetzt muss ich sofort antworten, sonst ist sie sauer oder ich bin ein Idiot oder ich bin ein Loser. Nicht so denken. Und wenn ihr so denkt,
Dann das sofort bitte korrigieren, an die liebe Monika, an mich denken. Professor Mo, irgendwie gefällt mir das. So in Anlehnung an den Dr. Phil. Und googelt doch mal die Dr. Phil Show, damit ihr weißt, was ich meine. Er hat so einen Mustache, so einen Schnurrbart. Also ist ein cooler Typ. Zuerst war er mir komplett unsympathisch, aber als ich dann diese Shows mehr und mehr sah, merkte ich, was der Knabe für eine gute Intuition hat. Echt, also so Domian-mäßig. Ich finde den echt, einerseits finde ich ihn so grenzwertig arrogant und andererseits finde ich ihn fachlich extrem gut. Der bringt die Dinge auf den Punkt, das geht ganz schnell. Naja, also es wäre gut, eine Gegenfrage zu stellen. Eine Gegenfrage. Stell bitte in einer freundlichen Tonart eine Gegenfrage, wenn du was nicht verstehst oder momentan null Antwort weißt. Zero answer. Ich übe mich gleich ein bisschen ein, das Englischsprachige dann. Also wenn du keine Antwort weißt, dann stell eine Gegenfrage. Das bringt mich auch manchmal, sage ich jetzt ganz ehrlich, ich plaudere hier ja gerne auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, damit ihr wisst, wie sich Therapeutinnen, wie sich die andere Seite fühlt oder fühlen kann, fühlen sich ja nicht alle so wie ich. Manchmal treibt mich das auch ein bisschen in die Enge, wenn jemand wirklich sich die ganze Zeit getraut, eine Gegenfrage zu stellen. Wie meinen Sie das jetzt? Wie soll ich meine Gefühle beschreiben? Weißt du, was ich meine? Mach das so. Dann ist der Therapeut wieder am Zug. Ne? Dann muss er dir quasi vermitteln, was er überhaupt von dir möchte. Wenn er die Frage einfach so hinknallt, kann ja sein, dass du mit der Frage zu dem Zeitpunkt nichts anfangen kannst und er sie einfach näher beschreiben sollte. Du kannst ja sagen, könnten Sie mir das ein bisschen näher beschreiben? Ich habe da momentan keinen Zugang zu Ihrer Frage. Könnten Sie mir ein bisschen helfen, dass ich mit dieser Frage wirklich, dass die greifbar für mich wird? Notiere das, greifbar für mich wird. Das ist echt so eine Phrase, die man gut verwenden kann und die auch aussagekräftig ist. Weil es ist ja oft so, dass etwas wirklich nicht greifbar ist. Hase und Igel, dadurch finde ich doch Igel sehr gut, sagt Andrea. Diana Elsner, liebe Monika, ich danke dir für deine ausführliche Antwort, was die Traumatherapie angeht. Gerne. Ich denke, es ist besser, ich mache ab und an mal eine ausführliche Antwort, weil es betrifft ja viele, nicht nur eine Person, die fragt. Und da könnt ihr mehr rausziehen, als wenn ich jetzt wie so ein Computer einen Satz jedes Mal ausspucke. Alexander Neumann, hier wo ich wohne, nur bis 21 Jahre beim Jugendtherapeuten. Ach so, da habt ihr untereinander euch ausgetauscht. Komme ich jetzt kurz mal nicht mit, macht nichts. So, ha, das interessiert mich jetzt aber echt mega. Bella Magnolia sagt, Maxi, dann hau sie um die Ohren, übe zu Hause die Sätze, könnte dir die Nervosität nehmen, zeig, dass du es kannst. Selina Arnold, bis wie vielen Jahren darf man eigentlich zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin gehen? Ah, darauf hat Alexander geantwortet, jetzt raff ich es auch. Doris Marie hat mal eine Frage, was kann man machen, um eine ärztliche Zulassung zu bekommen zu einer Ausbildung, wenn deine Ärztin dir sagt, dass dir das eigentlich keiner geben darf? Jetzt würde mich natürlich interessieren, wieso sagt das die Ärztin? Da muss ich jetzt auch eine Gegenfrage stellen, weil sonst ist die Antwort so flapsig und passt nicht wirklich dazu. Also du siehst, auch ich muss nachfragen, deswegen frag du auch nach. Ja? Also wenn das das Einzige ist, was ihr aus diesem Livestream rauszieht, euch zu getrauen, nachzufragen und Fragen nicht als Brüskierung, als Frechheit anzusehen, als, keine Ahnung, als dysfunktionale Reaktion gegenüber deinem Gegenüber, sei es ein Therapeut oder sei es jemand anderer, der dich fragt. Du musst nicht abliefern, wenn du eine Frage nicht verstehst, wenn du nichts spürst, wenn du nichts damit verbinden kannst, stell eine Gegenfrage. Domian war cool, sagt IWBD. Bin ich deiner Meinung? Ich fand den Domian so ähnlich wie diesen Dr. Phil auf ganz andere Art und Weise. Und auch mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bescheiden wie ich bin. Also ich habe schon auch eine gewisse gesunde Selbsteinschätzung, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass ich intuitiv auch gut bin. Also ich liege manchmal auch daneben. So ist es ja nicht. Ich bin keine perfekte Maschine. Nobody's perfect, nicht mal Maschinen. Die schon gar nicht. Aber ich glaube, dass ich einen guten Hausverstand, eine gute Intuition habe, so wie viele, viele hier von euch auch. Das spüre ich ja an euren Kommentaren. Ihr spürt zwischen den Zeilen und das ist für mich auch manchmal so echt magisch, wenn ich mir da Kommentare durchlese und mir denke, ich sehe die Leute ja gar nicht, aber ich spüre was und umgekehrt spürt auch ihr oft so zwischen den Zeilen von den Videos her, wie es mir geht, beziehungsweise was ich eigentlich will oder ob ich echt bin oder ob ich ein bisschen neben mir bin. Kann ja auch mal sein, das sind dann die Videos, die hinten nachher auf privat gestellt werden. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr seid auch sehr spürsinnig und nutzt das auch gegenüber euren Therapeuten, gegenüber euren Eltern, Partnern, Arbeitskollegen. Hört mehr, Plädoyer des Sonntags, hört mehr auf euren Hausverstand, auf die Intuition und Domian hat das großartig gemacht. Er hat in Sekunden geantwortet, ne?
total schnell. Und ich habe mir alles reingezogen von ihm. Ich hatte echt eine mega, mega Domian-Phase. Er ist kein Psychologe meines Wissens, er ist ein Journalist, er ist kein Psychotherapeut, aber er war dennoch einer in meinen Augen. Er war ein Kollege, er ist ein Kollege von mir. Ich anerkenne ihn, obwohl er die Psychologen immer im Hintergrund hatte, musste er ja auch. Ne? Er hat ja dann seine Anruferinnen oft noch an den Psychologen, die Psychologin weiterverwiesen, die denjenigen dann, so Gott wollte, zurückrief. Denke ich schon, dass die das machten. Jedenfalls war er trotzdem psychologisch äußerst bemerkenswert. So, Toruk, Prof. Mo ist gut, ja, finde ich auch, irgendwie hat es was. Man müsste sich halt dran gewöhnen. Yoshiko fragt, läuft das Organisieren von dem Treffen nur über die WhatsApp-Gruppe? Keine Ahnung, ich organisiere ja nichts. Also, und wie gesagt, seid nicht böse, wenn ich irgendwie verhindert sein sollte. Ich werde mich nach Kräften bemühen. Ich hoffe, ihr kündigt das Abo dann nicht auf, wenn ich tatsächlich verhindert sein sollte. Ich werde dann nach Kräften mich bemühen, vorbeizuschauen. Und ich hoffe, ihr kündigt dann das Abo nicht auf, wenn ich denn vorbeischaue. Aber es kann ja sein, oh mein Gott, leibhaftig, Professor Mo kommt. Und dann sehe ich ganz anders aus als im Video oder ja, eben genauso wie im Video. Und es ist ein Schock in Fleisch und Blut. 3D. Naja. Oft ist es auch so, wenn man jemanden so idealisiert hat, also ich habe ja auch schon ein paar YouTuberinnen kennengelernt und die habe ich zwar nicht idealisiert, aber die waren so Kunstfiguren ein bisschen, ja, und wenn ich die dann live sah, habe ich immer gemerkt, dass die zunächst extrem befangen waren und ich auch ein Stück weit, ja, obwohl ich ja ein alter Hase im Psychologiegeschäft bin, aber dennoch war das irgendwie strange am Anfang, sich leibhaftig gegenüberzustehen. So, in echt, ne? Ohne Kamera. Ist einfach so. So, Doris Marie, sorry fürs Missverständnis. Ich meine, ich möchte eine Ausbildung machen, aber meine Ärztin will mir keine ärztliche Bescheinigung dafür geben, weil ich Ende 2018 öfters im Krankenhaus war und in der, okay, ich kann es mir schon vorstellen, ja, dann würde ich zu einem anderen Arzt gehen. Es ist immer gut eine Second Opinion, das ist wirklich so ein Terminus technicus, also so eine stehende Wendung und tatsächlich in englischer Sprache, man sagt immer, man soll, wenn man zu einem Arzt geht und der sagt A, zu einem anderen Arzt noch gehen und der sagt vielleicht B oder C, weil der eine Arzt das eben mit seinem Blick aus vor seinem Erfahrungshintergrund einschätzt, auch bei psychiatrischen Diagnosen ist es gut, dass man eine Second Opinion, eine zweite ärztliche Meinung einholt. The power of intuition. So war Monika, sagt Charlie. Adriana Klappert, du bist sehr ehrlich. Wrong Planet, Michaela Kropf, kalten Waschlappen auf die Stirn, Bauchatmung, jetzt sofort. Michaela, geht's dir schlecht, dann mach das bitte sofort. Und dies hier, das sage ich jetzt auch nochmal, das klingt jetzt krass, das klingt jetzt abweisend von mir, aber es ist überhaupt nicht abweisend gemeint, sondern auch wieder nur sehr ehrlich und authentisch. Dies hier ist natürlich kein Notprogramm für Menschen, die in einer tiefen, tiefen Krise stecken. Das ist kein Ersatzprogramm für Psychotherapie, ernsthafte Psychotherapie. Ich meine jetzt Psychotherapie, die man so betreibt, dass man echt sagt, ich muss was ändern, ich muss mir selber wieder helfen, zu helfen lernen, ich muss das mit einem Psychotherapeuten lernen, üben, trainieren, ja, das ist kein Ersatzprogramm, sondern das ist ein Forum, wo ich austauschen könnt, aber wo ich auch nicht da durchgreifen kann und jetzt sagen kann, mach das, 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 ich ziehe dich da raus aus deiner oder aus deiner Krise, das kann ich nicht. Ich bin auch wenn ich es gern wäre, ich wäre gerne eine gute Fee, ich hätte gerne den berühmten Zauberstab, habe ich schon mehrmals gesagt, ich habe das leider nicht. Ich kann nur bitten, dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um aus deiner Krise wieder rauszukommen und wenn du momentan nicht mal diese Fähigkeit mehr hast, dir die Zeit zu nehmen, dir die Zeit zu geben, dann braucht es Hilfe von außen. Dann ist der Zeitpunkt da, wo dir nichts mehr helfen kann, deiner eigenen Kompetenz, deiner eigenen Fähigkeiten. Ich habe ja das Video auch mit eurer Kompetenz betitelt. Wenn du darauf gar keinen Zugriff hast, ja, wenn alles schwarz wird, quasi, dann musst du in eine Notaufnahme, weil dann bist du nicht mehr, ich sag's jetzt so, wie es ist, zurechnungsfähig. Auch wenn du denkst, du bist es dann nicht. Und es klingt jetzt sehr schulmeisterlich, ich gebe es zu, es klingt nicht gut und es ist auch hilflos von mir zu sagen Notaufnahme, aber es gibt nichts anderes in unserer Gesellschaft. Also ich bin auch dran, mir neue Modelle der Versorgung in unserem Gesundheitssystem zu, jetzt finde ich das Wort nicht,
Erträumen, ja. Denn ich werde sie selber nicht umsetzen können. Ich brauche natürlich dann auch Partner im Gesundheitswesen, die das dann gutheißen, diese Modelle, die ich mir erträume. Und das sind andere Versorgungsmodelle, wo viel mehr Nachsorge ist, nach psychiatrischen Aufenthalten, Klinikaufenthalten, viel mehr Nachsorge, viel mehr Begleitung, viel engmaschiger, viel personenbezogener. Aber ich will hier jetzt nicht eine Kritik des Gesundheitssystems in diesem Livestream machen, sondern ich will nur sagen, bitte, bitte, wenn du für dich selbst gerade nicht sorgen kannst, dann geh zu einer Person, die es tut, ja? Und gib niemals auf, niemals. Denn dieser Abgrund ist nur ein Abgrund, aus dem kommt man auch wieder hoch, aber man braucht jemanden, der einen wieder rauszieht. Du kannst es dann vielleicht nicht selber. So, das war jetzt ein Plädoyer an alle, die verzweifelt sind. Und auch ich war in meinem Leben verzweifelt. Ich kenne diese Abgründe. Es ist nicht so, dass ich vom Hohen Ross unterspreche und so irgendwie so, ja, ihr Armen oder so, ne, macht das und das, sondern ich weiß auch, wie es geht. Ich bin auch rausgekommen aus meinen Abgründen und Löchern des Daseins, ja, wo ich nicht weiter wusste. Annalena Krüger sagt, Monika, ich bastle mir gerade eine Motivationsbox. Immer wenn es mir schlecht geht, lese ich mir die Sprüche durch. Super, echt toll, kreativ und cool. Gratuliere, finde ich total toll. Du hast schon deine innere Therapeutin aktiviert, Annalena. Vielleicht brauchst du keine äußere momentan noch. Vielleicht schaffst du es wirklich selber. Und wenn du aber das Gefühl hast, nee, ich schaff's nicht, dann zögere nicht dieses Ziel. Es muss ja nicht kurzfristig sein, dass du dann schon übermorgen deine Therapeutin hast, aber dieses Ziel nicht aus dem Blick zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte mal eine Phase in meinen Teenagerjahren, sie sind zwar gefühlt 100 Jahre her, aber es war tatsächlich so, dass meine Mutter zu mir damals sagte, ich glaube, ich war 14 oder 15, da steckte ich ziemlich in einer so Entwicklungskrise drin, ja. Wusste nicht, wer ich bin, was ich will, was ich soll, etc., wie es halt so ist im Leben manchmal. Und da sagte mir meine Mutter, geh doch zu einer Psychiaterin, geh doch in Psychotherapie. Und ich sagte, nein, niemals, die manipulieren mich, die gehirnwaschen mich und so weiter und so fort. Ich wusste ja nicht, dass es auch liebe Psychotherapeutinnen gibt. Es gibt ja fast nur Liebe. Also Psychotherapeutinnen bemüht sich, wirklich Gutes zu tun. Insofern liebe Psychotherapeutinnen. Es gibt ja keine bösen Psychotherapeutinnen, aber es gibt eben welche, die vielleicht für dich, gerade für dich nicht passen, wo die Chemie nicht stimmt, aber wo du denkst, ja, steht ja Professor Mo drauf, also muss sie für mich passen. Es muss nicht passen, du musst es ausprobieren. Du musst derjenigen die Chance geben und dann siehst du, ob es passt oder nicht. Nach einer Zeit meistens erst. Mai sagt auch Annalena, das ist eine schöne Idee, das freut mich voll. Doris Marie, immer diese Kliniken, puh, halte nicht so viel davon. Ja, da können wir auch mal wirklich nur das Thema Klinik machen. Lasse ich mich gern drauf ein, ich selber arbeite ja in einer psychiatrischen Reha und habe auch auf Akutpsychiatrien Praktika gemacht seinerzeit. Ich habe nie gearbeitet, nein, Praktika habe ich. Naja, doch. Also ich war mal im Konsiliar-Liaison-Dienst, heißt es. Da war ich an einem Universitätsklinikum, wo eben auch wo medizinische Stationen und unter anderem auch die Psychiatrie selbst besucht wurden und man dann in Gespräche mit Patientinnen und Patienten, die gerade in der Krise steckt, nach einer schlimmen körperlichen Diagnose oder auch psychiatrischen Diagnose und so weiter und so fort, bla bla. Also ja, trotzdem, so richtig angestellt war ich nie in einer Akutpsychiatrie, aber ich habe zahlreiche Praktika gemacht und in diesem Konzdienst war ich eben damit konfrontiert im weitesten Sinne. Aber mein Ding ist eben die psychiatrische Reha, da kenne ich mich wirklich aus, über das andere kann ich nur aus meinem Praktika berichten von Beobachtungen. Professor Mo ist so lustig, aber ich weiß nicht, ob ich dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit noch dabei sein kann, wenn ich deine Videos sehe. Dana Viola, da hast du recht. Aber es ist immer so ein Gewöhnungseffekt. Weißt du, was ich meine? Dieser Dr. Phil nennt sich auch Dr. Phil und heißt eigentlich Dr. Philip McGraw. Und in Amerika ist es ja so üblich, dass man den Vornamen sagt von den Leuten, ne? Und halt sie sagt man nicht, sondern you. Es heißt ja immer you im Amerikanischen oder überhaupt im Englischen, im britischen Englischen, jedwedem Englisch heißt you, aber egal. Jedenfalls, der heißt ja auch Dr. Phil und der sagt auch nicht zu seinen Gästen jetzt Mrs. Smith, sondern der sagt Dana oder Diane oder, keine Ahnung, Suzanne oder irgend sowas, ne? Also es ist ein anderes
miteinander, wenn man ein bisschen mehr auf einer symmetrischen, gleichwertigen Ebene ist, sicher Dr. Mo klingt oder Professor Mo klingt ein bisschen bescheuert, da gebe ich dir recht. Insofern vielleicht Professor Vocoli? Nein, Professor Monika klingt noch bescheuerter. Lassen wir das. War nur so eine Überlegung, muss ja nicht sein. Ich dachte nur, so ein knackigerer Name, den man sich besser merkt, was auch so ein bisschen wie eine Marke werden kann, jetzt nicht primär zu meiner Selbstvermarktung in keinster Weise. Ich bin ausgebucht, ich brauche jetzt keine neuen Klientinnen, jetzt um zu überleben. Ich habe ja auch eine Agentur, also mir geht es jetzt wirklich nicht um meine Bereicherung, sondern es geht mir eher darum, so medial auch was zu bewegen. Also ich schreibe ja in vielen, vielen Printmedien, Tageszeitungen, Frauenmagazinen als Sexualtherapeutin in Österreich, in großen Magazinen, halt in Österreich. Und das andere verrate ich eben noch nicht. Das ist die Überraschung, wo ich noch ein bisschen warte, euch das zu erzählen. Aber ich werde es euch noch bei Zeiten erzählen. So, jetzt mal wieder zu euch. Die Kerze, mich hat es auch verunsichert. Ninjal sagt das, jetzt weiß ich nicht was. Gibt es schon Therapien mit Skype-Besprechungen, fragt Thorsten. Ja, gibt's schon. Biete ich auch schon an. Sandra Köhldorfer von Hochzeit auf den ersten Blick meines Wissens auch. Doc Dragonfly, Dr. Movo, das finde ich voll cool, habe ich mir auch schon überlegt. Dr. Movo klingt irgendwie gut, das könnten auch die Amerikaner gut aussprechen. Dr. Movo. Jetzt müsst ihr sicher wieder lachen. Ich freue mich auch, wenn ich euch ein bisschen zum Lächeln bringen darf mit meinem österreichischen Charme, mit meinem österreichischen Schmäh. Sagt man Schmäh? Wer weiß, was Schmäh ist? Schule, Martha, und Heinrich. Schmäh geschrieben. Es ist einfach Humor, österreichischer Humor. Kannst du was zum sozialpsychiatrischen Dienst sagen? Ja, ist es live, kann ich sagen. Also ich bin selber mitgefahren seinerzeit eben in meinen jungen Jahren, als ich so die ganze Psychiatrie, das weite Feld kennenlernte. Da hat mich ein Sozialpsychiater mitgenommen und der fuhr aufs Land hinaus, aus der Stadt Graz. Das ist die zweitgrößte Stadt in Österreich, in der ich eben geboren bin, wo ich meine sämtlichen Praktika machte, in Wien auch ein paar, aber die meisten doch in Graz. Ja, da fuhren wir dann raus, der nahm mich mit. Ich war mit im Auto, dann fuhren wir so zu irgendwelchen Bauernhöfen, dann ging er da rein und gab jemand zum Beispiel einem Patienten, der dort lebte, eine Depotspritze. Das war eben ein Patient mit Schizophrenie gewesen. Schizophrenie für alle, die das österreichische Deutsch nicht so gut verstehen. Untertitel einblenden. Und der bekam eben eine Depotspritze und zu einer anderen Patientin fuhr er dann auch zu ihrem Eigenheim und sprach ein bisschen mit ihr, guckte sich die Medikamente an, hat eine Dosis verändert von irgendeinem Psychopharmakum und ich saß halt dabei und er hat mich vorgestellt, dass es meine Praktikantin, Frau Vocoli, stört es, wenn sie dabei sitzt. Und diese Leute sagten dann nein, die freuten sich, bewirteten uns sogar, gaben uns was zu essen, so wie es halt auf dem Land in Österreich oft üblich ist, dass man eine Jause bekommt, eine Brotzeit, Speck und keine Ahnung was. Für Vegetarier nicht geeignet. Jedenfalls war das echt interessant zu sehen, dass die Leute einfach bei sich zu Hause sind und der Psychiater, der Facharzt für Psychiatrie, macht eben diesen sozialpsychiatrischen Dienst, fährt wirklich ins Privathaus, in die Wohnung, wo auch immer die eben lebten, dorthin, in den häuslichen Bereich, so wie ein Landarzt, der vorbeikommt und einfach guckt, wie es geht und dann halt die Medikamente ändert, ein Gespräch führt und so ein ärztliches, ne? Die Spritze gibt. Ihr wisst ja, was eine Depotspritze ist. Ne? Eine Depotspritze ist, dass manche Patienten die Medikation nicht oral, nicht durch den Mund einnehmen müssen, sondern kriegen sie Injektionen in den Hintern oder sonst wohin, irgendein Muskelgewebe, keine Ahnung. Ja, na, Schmäh ist gleich Witzhumor, ganz genau. 100 Punkte. Wieder ein Scherz. Fühl dich bitte nicht veräppelt. Ich beliebe nur zu scherzen, weil das lockert die Atmosphäre auf und wenn wir echt lachen können, entspannen wir uns, sage ich immer wieder an der Stelle. Entspannen wir uns tatsächlich von Kopf bis Fuß und das Ganze, wo wir so schwere Themen hier besprechen, kriegt doch eine gewisse minimale Leichtigkeit. So, Doris Marie hat leider nur schlechte Erfahrungen mit Kliniken gemacht und die anderen Leute da drinnen, die haben mir irgendwie Angst gemacht. Das höre ich auch sehr, sehr, sehr oft. Und was von wir sind in der Hölle und wir sind alle tot geredet. Das waren sicher Menschen, die eben Psychosen hatten. Das heißt momentan Wahnvorstellungen, Realitätsverlust, die eben dann Angst hatten und das tatsächlich für sich gesehen haben. Und natürlich machen solche Leute, wenn man eh schon psychisch angeschlagen ist, hilflos sich fühlt, einem dann noch mehr Angst.
Das ist eben die unerwünschte Nebenwirkung, das heiße Eisen bei Kliniken, wo ich jetzt nicht sagen kann, geht in die Klinik, es wird alles gut, es ist alles super dort wie in einem, keine Ahnung, Palast. Nein, ist es natürlich nicht. Man ist konfrontiert mit dem Leid anderer Menschen, gerade wenn man auf einer geschlossenen Station ist, weil dort ja die schwierigen Fälle, die auch mal rumschreien, Angstzustände haben, in der akuten Phase sind. Ne? Aber dennoch ist es besser, als einen völligen Blödsinn zu machen, den man am Ende gar nicht mehr bereuen kann. Tina May, Romina Krüger, das ist eine wundervolle Idee. Natur ist einfach wundervoll. Ja, ganz toll, finde ich auch super, in die Natur rausgehen. Das kann auch extrem helfen. Natur, Tiere sind oft die besten Therapeuten. Einfach mal raus aus dem Alltagslärm und raus ins Freie, schöne Idee. Alexander fragt, ob ich auch schon mal homo-bisexuelle Patienten hatte. Hatte ich schon. Ich hatte auch schon meine Gruppentherapie. Immer wieder mal Patienten, die mal als Frau, mal als Mann adjustiert, also gedressed, gekleidet, zurechtgemacht daherkamen und eben quasi so sich als, wenn man so will, multiple Persönlichkeit definiert haben, mal als Frau, mal als Mann oder eben einfach transgendermäßig und je nach Stimmung sich so oder so definiert und gefühlt haben. Und das war ganz okay, ne? Weil in Reha-Kliniken geht es echt extrem tolerant zu. Ich glaube, ich kann da wirklich nicht nur für meine Reha-Klinik in St. Radegund sprechen. Das ist in der Nähe von Graz, von der besagten Stadt in Österreich. Das ist die größte Reha in Österreich, Reha-Klinik in Österreich. Ich spreche jetzt nicht nur für die Reha-Kliniken, sind ja für Leute, die eigentlich schon über dem Berg sind. Berg, ja. Und jetzt muss ich über mich lachen, weil meine Gesten wurden auch schon mal auf YouTube beanstandet, meine ausladenden Gesten, aber das gehört nun mal zu Dr. Movo oder Professor Mo oder Monika. So, Helena H., ich bin mittlerweile so wütend auf mich selbst, weil ich vom Kopf her weiß, dass ich mich darum kümmern muss, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Da ist eben irgendeine Blockade da, weißt du was, und es bringt gar nichts, wenn du dich dann selber mit deinem fetten, dicken, kompromisslosen inneren Kritiker, das ist dieser Teil, der sich dauernd drauf versteift, dass du alles besser können müsstest und gleich und sofort. Und dieser Drill Instructor in dir, das bringt dir eben gar nichts, wenn du dich dann noch mit diesem Drill Instructor in dir fertig machst zusätzlich, ja, und dir dauernd einredest, dass das alles deine Unfähigkeit sei und so. Es ist eben ein Grund da, warum es jetzt nicht geht, ja. Es ist auch ein Grund, warum ich jetzt einen Livestream mache. Ich kann ihn aber auch nicht benennen. Es war einfach spontan so. Und genauso kann spontan eine Blockade da sein. Also setz dich nicht unter Druck, weil damit erreichst du das Gegenteil. So, dann gehen wir mal weiter runter. Bald beginnt mein Praktikum, sagt Charlie, in der kinderpsychiatrischen Tagesklinik. Hat von euch jemand Tipps und Tools zur Abgrenzung? Habe Angst, dass ich emotional nicht damit zurechtkomme. Habe ein Helfersyndrom. Charlie, da würde ich dir unbedingt raten, dasselbe zu machen, was ich gemacht habe in den Anfangsjahren meiner Tätigkeit also mit klinischen Patienten in der psychiatrischen Reha-Klinik. Da war es echt so, dass ich mich zwischen den Patienten, also zwischen den Sitzungen manchmal echt bei verschlossener Tür auf den Boden gelegt habe, weil es gab keine Couch in meinem Büro. Und das Büro war zugleich damals noch Besprechungszimmer. Inzwischen gibt es eigene Therapiezimmer. Aber ich legte mich da auf den Boden und musste mal durchschnaufen und fand fast gar nicht mehr zu mir und habe immer gelitten, wenn es jemand schlecht ging. Wichtig ist, jetzt kommt der Tipp, wie du eine professionelle Distanz kriegst, ohne dass du kalt und verroht und abgebrüht bist. Das ist ja die Zielsetzung, die du möchtest, Charlie. Und wichtig ist, dass du mit der Haltung reingehst, ich, Charlie, tu mein Bestes, aber nicht mehr. Und ich setze mich nicht unter Druck, alles lösen zu müssen und alles sofort auflösen zu müssen und sofort Besserung und Linderung schaffen zu müssen. Denn wenn du dir diesen Druck machst, dann geht's erstens daneben und zweitens fühlst du dich schlecht, weil es daneben geht. Du darfst dir nicht den ganzen Druck auf die Schultern oder das ganze Leid auf die Schultern sondern musst kritisch bleiben und ich gehe mit einer gewissen Demut rein, weißt du, was ich meine? Ich sage mir, ich tue mein Bestes, ich bin ein Mensch, ich bin natürlich Psychotherapeutin, aber ich bin zunächst ein Mensch, ich kann nur das geben, was ich zu geben habe, ich kann nicht mehr tun. Und wenn ich mich nämlich aufopfere, haut es mich selber aus der Bahn und habe ich irgendwann einen Burnout und niemandem ist gedient. Also, wenn es jemand besser geht, geht es ihm besser, weil der Zeitpunkt passt, weil der andere Faktor stimmt, weil er vielleicht die richtige Medizin kriegt, weil vielleicht heute schönes Wetter ist. Also es sind
viele, viele Faktoren. Der Genesungsprozess, der Besserungs- und Heilungsprozess ist multifaktoriell zu sehen. Das heißt, viele, viele Faktoren spielen mit. Wenn es dir zum Beispiel besser geht und du bist bei mir in Therapie, werde ich nie sagen, oh ja, ich Dr. Mo oder Professor Mo, wo ich bin die Größte, ich Monika Vogrolli habe es geschafft. Nein, es ist eine Kooperation und ich habe vielleicht einen Beitrag geleistet im Sinne, vielleicht hatte ich das Glück, mal einen Impuls zu setzen, den die andere Person wirklich aufgenommen hat. Aber es ist nie so, dass dein Therapeut dir geholfen hat oder dass du allein dafür verantwortlich bist, wenn es jemand besser geht. Oder dass du verantwortlich bist, wenn es jemand schlechter geht. Das zu relativieren, diesen Höchstanspruch an sich selber, das ist die Aufgabe jedes Arztes, jedes Therapeuten. Und es ist ein Balanceakt, weil man kann natürlich auch dann zu professionell distanziert sein, dass es dann eben auch wieder nicht ganz und gar nicht professionell ist, sondern dass man so in einer Wurstigkeit, sagen wir in Österreich, Wurstigkeit, in so einer Gleichgültigkeit drin ist und sich sagt, ach, ich kann eh nichts ausrichten, scheißegal, so in die Richtung. Weißt du, was ich meine? Ich mache Dienst nach Vorschrift, auch nicht gut. Also zwischen Helfer-Syndrom und Dienst nach Vorschrift gibt es auf diesem Kontinuum irgendwo die sogenannte goldene Mitte. Die kann man sich nirgends kaufen und bestellen. Das geht bei Learning by Doing, wieder so ein englischer Ausdruck. Du musst es tun. Du musst es tun und dann spürst du, so, jetzt bin ich an meiner Grenze. Jetzt fängt es an zu zehren, ja? Und dann auf die Bremse gehen. Das ist wie in einem Fahrschulauto. Du musst auf die Bremse gehen, wenn du siehst, du fährst gegen die Wand. Vorher schon, ja? Die Kurve kriegen. Meine Vergleiche hinken manchmal, aber ich glaube, der hat es jetzt einigermaßen plastisch dargestellt, was ich meine. So. Finde ich gut, dass manche Therapeuten es schon machen mit Skype, sagt Thorsten. Schienenbussprinter, alles braucht seine Zeit. Man kann auch nicht am Gras ziehen, dass es schneller wächst und so Sprüche. Sarah, die Kerze, was machen mit Michaela? Keine Ahnung. Ich hoffe, sie lässt sich helfen. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ursprünglich der Kommentar war, aber ich habe gemerkt, dass ihr euch Sorgen macht und ich habe deswegen ein Plädoyer, das habt ihr ja bemerkt, gehalten. Mehr kann ich auch nicht tun, sonst würde ich in ein Helfersyndrom verfallen und würde dann am Schluss hier am Boden liegen und mir Vorwürfe machen, dass ich euch nicht alle retten kann. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wir Therapeuten müssen auch, für alle Therapeuten, die das sehen, müssen auch den Mut haben, uns einzugestehen, dass unsere Reichweite begrenzt ist, ja? Ich versuche es plastisch zu zeigen, unsere Reichweite ist begrenzt. Wir sind darauf angewiesen, dass unser Gegenüber, derjenige, diejenige, die in Therapie kommt, auch tatsächlich mit uns kooperiert. Soll heißen, wenn du in einem Loch bist, wenn du in einem Abgrund bist, dann sag es. Und zwar demjenigen, der dir dann helfen kann. Und in letzter Instanz ist es dann die Rettung, die dich ins Krankenhaus bringt. In letzter Instanz, wenn es sonst nichts mehr gibt. Gruß aus Norwegen, ich studiere Deutsch, Arthur B., freut mich voll. Aus Norwegen, aus dem hohen Norden. Stefan M., hallo Monika, was ist der Unterschied zwischen einer Psychologin und einer Psychotherapeutin? Also eine Psychologin, ich kann es jetzt nur in meinen Worten sagen, jemand anderer würde es anders definieren. Eine Psychologin hat Psychologie studiert. Das ist der erste Unterschied. Eine Psychologin kann aber zusätzlich zum Psychologiestudium, das eigentlich ein recht naturwissenschaftlich orientiertes Studium ist, mit viel Statistik, Mathematik und so weiter, aber auch ganz viel Psychotherapie ist auch schon mit drin. Die Psychologin kann, wenn sie Psychologin geworden ist, auch noch zusätzlich eine Psychotherapieausbildung ausmachen, dann ist sie Psychologin und Psychotherapeutin. Psychologinnen sind aber meistens, wenn sie klinische und Gesundheitspsychologinnen sind, eben in einer Klinik zugange und sind sehr viel für Diagnostikverfahren eingesetzt, Fragebogen, weißt du, was ich meine, wo sie mit dem Patienten Fragen durchgehen und diese dann auswerten und so zum Beispiel eine Diagnose dann stellen können aufgrund dieser sehr umfassenden Fragebögen. Und Psychologinnen können aber auch psychologische Beratungsgespräche führen. Aber wenn es jetzt eine Psychologin ist, die keine Psychotherapieausbildung hat, dann kann sie kein therapeutisches Gespräch führen, sondern nur ein psychologisches, eben beratendes Gespräch, das sicher auch irgendwo therapeutische Wirkung hat, ja, wenn es eine wirklich beherzte, ambitionierte Psychologin ist. Aber es ist was anderes. Es ist ein naturwissenschaftliches Studium. Psychotherapie hingegen ist ein Heilverfahren, das in Österreich zumindest, ich spreche jetzt mal nur für Österreich, weil es gibt da echt gesetzlich so viele Unterschiede und das mit dem Heilpädagogen oder mit dem Heilpraktikergesetz haben wir hier nicht, sondern bei uns ist es so, man kann eben Psychotherapeut werden, muss bestimmte Aufnahmekriterien erfüllen, also von der Person her geeignet sein, wird durch so ein Aufnahmeverfahren durch
gehen, muss aber gar nicht Psychologie studiert haben, auch nicht Medizin. Das ist eben der große, große Unterschied zu Deutschland. Ich habe ja Philosophie studiert in meinem Grundstudium, nicht Psychologie. Mein Sohn hat Psychologie studiert. Ich beneide ihn um diese naturwissenschaftlichen Fähigkeiten. Andererseits denke ich mir, ist nicht mein Ding und habe mal ein paar Semester Psychologie reingeschnuppert, weil mein Sohn eben anfangs nicht so wirklich wollte und dann wollte ich ihn motivieren, habe gesagt, schau, Mutti macht das auch. Jetzt habe ich wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, und es war aber nicht mein Ding. Also mein Ding war Philosophie. Da gibt es schon auch Logik als Teil dieses Philosophiestudiums. Ist auch mathematisch. Das habe ich aber irgendwie besser geschafft. Das lag mir viel mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Man macht dann die Psychotherapieausbildung zuerst so eine Grundausbildung. Und als Psychotherapeut führst du halt heilsame Gespräche, kurz gesagt, ja. Und es kann natürlich sein, dass du die Psychotherapie auch nur als Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeit anbietest. Dann kommen die Leute vielleicht zu dir, zahlen selber und du musst ihnen auch gar keine Diagnose stellen, umhängen. Ja, musst du dann überhaupt nicht, bist du nicht dazu verpflichtet. Aber wenn sie auf Kasse, also wenn sie Krankenkasse bezahlt, beziehungsweise wenn die Krankenkasse einen Zuschuss zu den Psychotherapiesitzungen als Heilverfahren, dann sind sie nämlich ein Heilverfahren gibt, dann muss derjenige oder diejenige eine Diagnose gestellt bekommen, auch von dem Psychotherapeuten, auch ohne Fragebogen. Also das geht dann so. Das ist jetzt der gröbste Unterschied, ist eben, dass ein Psychotherapeut zwar ab und an Diagnosen stellt, aber eigentlich für die Diagnostik nicht so berufen ist wie ein Psychologe, sage ich jetzt mal. Und er ist eben auch nicht unbedingt naturwissenschaftlich gebildeter Psychotherapeut, sondern ich bin eben geisteswissenschaftlich gebildet vom Universitätsstudium her und alles andere war dann das Fachspezifikum, das ich gemacht habe. Nach dieser Grundausbildung macht man dann eben Fachspezifikum. Da gibt es in Österreich über 20 verschiedene Psychotherapieschulen. Kann man sich die aussuchen, beziehungsweise muss man auch aufgenommen werden natürlich, sich qualifizieren für die jeweilige Richtung, die einen am meisten interessiert. Ich hatte zuerst Psychoanalyse für mich ausgesucht gehabt und dachte mir, wow, ich möchte Psychoanalytikerin werden, so wie der Sigmund Freud, am Kopfende klassisch einer Couch sitzen, da rede ich mir den Mund jetzt richtig flüssig, weil das war echt meine Leidenschaft. Ich sah mich in so einem Zimmer, wie es der Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hatte und dachte mir, das ist die Königsdisziplin der Psychotherapie, kam dann aber für mich drauf, nach der kleinen Enttäuschung, wo das eben nicht so lief, wie ich dachte. Also es war so, dass in der Stadt, wo ich war, gab es nur wenige Lehrtherapeuten und mein Ex-Mann, der war Psychiater und eben auch in Ausbildung zum Psychoanalytiker, der hatte schon den einen Lehrtherapeuten und dessen Ex-Frau, also die erste Frau meines Ex-Mannes, ein bisschen kompliziert zugegeben, die war bei dem anderen und dann blieb keiner mehr für mich irgendwie. Weil, ja, es war kompliziert, ich hätte immer 200 Kilometer dreimal die Woche nach Wien fahren müssen, wollte ich nicht damals, inzwischen mache ich es nicht, um Psychoanalyse zu lernen oder zu machen, sondern aus anderen Gründen, beruflich, weil ich eine Praxis in Wien habe, aber egal. Jedenfalls damals war das für mich ein No-Go, also ich konnte mir nicht vorstellen, da wegen Lehranalyse, Lehrtherapie, um das zu lernen, da mehrmals die Woche so weit entfernt, da irgendwo hinzufahren. Und deswegen ist das Ganze dann versandet. Und dann habe ich mir eben gedacht, systemische Familientherapie. Das ist eine Therapieform, wo man viel reinpacken kann aus anderen Therapieschulen, gestalttherapeutische Elemente, verhaltenstherapeutische Elemente und eben systemisch denkt. Was heißt systemisch? Systemisch heißt, man fokussiert als Therapeutin nicht auf die Person allein, die mir gegenüber sitzt in der Praxis, sondern auf das ganze Bezugssystem. Darum heißt ja auch mein Buch Die Beziehungsformel, weil es mir immer um die Beziehungsebene geht, quasi auf der Beziehungsebene was zu reparieren und nicht die Person selber als Problem zu sehen, sondern wie sie oder er seine oder ihre Beziehungen gestaltet. Prost, mal kurz, ist nur Wasser, kein hochprozentiger Schnaps. Scherz wieder. Also ihr wisst, ich sage immer Scherz oder Schmäh, wenn es ein Schmäh ist. So, Norwegen hatten wir schon. Doris sagt, man kann sich nur selber helfen, aber man kann Hilfestellung geben. Du sagst es. Goldener Satz. So. Hey, Arthur B., sagt Maxi M.
Verena, Psychoanalytiker sind immer so unterkühlt und verhalten. Das schreckt mich total ab. Ja, da geht's dir nicht allein so. Das ist echt oft so. Jasmin Nil, weil sie eben diese Abstinenzregel haben, sich so zurücknehmen müssen von ihrer Therapieausbildung her. Die dürfen nicht so sprudeln wie ich. Ich meine, privat natürlich schon. Übrigens, ich kenne viele Psychoanalytiker, die privat echt viel reden, eben weil sie in der Therapiesituation so wenig reden dürfen. Was heißt dürfen? Sie wollen es ja auch gar nicht, denn ein Psychoanalytiker hat diese Haltung, das nennt man freischwebende Aufmerksamkeit. Also wenn ich jetzt freischwebend aufmerksam euer Psychoanalytiker, eure Psychoanalytiker wäre, dann zeige ich dir mal, wie das aussehen würde. Dann würde ich da hier so sitzen, zum Beispiel in einer Gruppenpsychoanalyse, und ich würde einfach hier so sitzen und mal, ich zeige es dir mal ein paar Sekunden, ich würde so sitzen und dann würde es so aussehen. So, genug davon. Also es würde so aussehen, ich würde einfach nichts sagen und würde warten, was dann entsteht, ob die Gruppenteilnehmer von sich aus zu sprechen anfangen, dann würde ich noch immer nichts sagen, wenn ich nicht Psychoanalytikerin wäre und würde die Gruppe sich selbst strukturieren und sortieren lassen. Ja, das ist sozusagen das Geheimnis der Psychoanalyse. Auch eins der Geheimnisse, er hat ganz viele Mysterien und Geheimnisse. Ich bin noch immer fasziniert davon, merken alle, die den Kanal verfolgen. Was sagt Amelie? Mein Therapeut meinte, wenn das Problem der Abhängigkeit schlimmer ist als ihr eigentliches Problem, dann ist hier einiges schiefgelaufen. Was möchte er mir damit sagen? Ja, da meint er wohl, dass in der Therapie was schiefgelaufen ist. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du dir quasi eine neue Baustelle durch deine Therapie, durch das Verhältnis, das du zu deinem Therapeuten hast, schaffst, ohne es wollen, natürlich unabsichtlich, wenn sich das so entwickelt, dann heißt das, dass die Übertragung ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also dieses Übertragungsphänomen, dass da diese Gefühle offenbar für dich momentan unbewältigbar sind. Kann aber auch sein, dass ich jetzt deinen Kommentar missverstanden oder missgedeutet habe. Dann korrigier mich bitte. Aber ich habe es jetzt so verstanden. Skyline for Life, kein Schnaps, musste auch loslachen jetzt. Wow, das freut mich, wenn ihr lachen müsst. Ihr lacht ja nicht über mich, das weiß ich ja, sondern ihr lacht über meine Schmähs, meine Witze, ne? Finde ich total gut, wenn ihr lachen könnt. Und wenn ihr lacht, auch in der psychiatrischen Reha, wo ich bin, Reha-Klinik, wird oft viel gelacht und die Patienten erschrecken sich dann oft und denken sich, wow, jetzt lache ich, obwohl ich so einen Rucksack mit so viel Gepäck, mit so viel Belastungen mitbringe. Wie kann das sein? Das ist doch total pietätlos, ich kann doch nicht lachen. Im Gegenteil, gerade Menschen, die in ganz schwierigen beruflichen Situationen sind, wie Menschen, die auf intensivmedizinischen Stationen arbeiten, die oder Menschen, die viel mit Tod und Krankheit zu tun haben oder auch Menschen, die in geriatrischen Langzeitpflegestationen arbeiten. Da habe ich mal eine Studie dazu gemacht, ein Buch drüber geschrieben. Diese Menschen, also geriatrische Langzeitpflege ist einfach Langzeitpflege für Menschen, die halt nicht mehr zu Hause allein leben können und die eine 24-Stunden-Versorgung brauchen, aber eben keine Hauskrankenpflege bekommen oder wollen oder, keine Ahnung, ihre Erben, sage ich mal, oder Nachkommen, das für sie so entschieden haben, die sind dann in so einem Langzeitpflegeheim möglicherweise und viele der dort Pflegenden brauchen diese Leichtigkeit, dass man auch mal scherzt, dass man Witze macht, dass man ja auch mit den Patienten scherzt, obwohl man weiß, sie leben nicht mehr lange und so weiter, sind schon uralt, haben Alzheimer, Demenz oder sonst was. Aber wenn du die ganze Zeit mit einem bitteren Ernst drum läufst, hältst du sie auf Dauer nicht aus. Ja? Und ich habe anfangs, als ich dort meine Studie machte, zuerst mir gedacht, hä, die lachen alle? Die finden das witzig? Was ist hier los? Wo bin ich hier gelandet? Das ist ja total wild, total daneben, ja, dachte ich mir zuerst. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das eine Art der professionellen Distanzierung ist. Klingt jetzt irgendwie wieder schräge, aber damit ist nichts anderes gemeint, als um es dort auszuhalten als Pflegekraft. Jahrelang, vielleicht bis zur Rente, musst du ja einen Modus des Umgangs für dich entwickeln, sodass du nicht ständig von den Todesfällen, die dann womöglich im Altenheim sind, erdrückt wirst und erschlagen wirst und jedes Mal weinend davonlaufen willst und mit dem Leben haderst und dich fragst, du darfst aber auch nicht, oder ich meine, du darfst nicht, viele tun es leider oder einige tun es, viele nicht, aber einige tun es leider doch, du sollst aber natürlich auch nicht verrohen, du sollst nicht abstumpfen im Sinne von, ach, die sterben doch hier ohnehin wie die Fliegen, das ist mir doch egal, ich kann damit umgehen, ich bin das doch gewohnt, das ist meine Professionalität, das ist auch nicht gut.
Das ist dann Verrohung, das ist Abstumpfung, wenn jemand sich brüstet, haha, ich kann das, was alle anderen nicht können, die Schwächlinge und so, dann hat er schon eine Hornhaut auf der Seele, Hornhaut, dass ich es rausbringe, auf der Seele und spürt nicht mehr wirklich, was hier abgeht. Also da ist wieder diese goldene Mitte, das Gute, das du dir kultivieren kannst, mit viel Mühe allerdings, indem du immer wieder auch zu dem, was du tust, wenn du auf so einer Station arbeitest, auf Abstand gehst. Und der Witz hat wirklich was Heilsames. Der Sigmund Freud, dass ich es rauskriege, den ich ja schon mehrfach erwähnt habe, der Begründer der Psychoanalyse, hat etwas über die Funktion des Witzes geschrieben. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf, wo, in welcher seiner Schriften sich das befindet. Vielleicht kann das einer googeln und dann unten in die Kommentare setzen. Die Funktion des Witzes bei Sigmund Freud, Sigmund mit kurzem I geschrieben. Also er hat auch schon gesagt, dass der Witz total wichtig ist für den Menschen, auch um gesund zu bleiben oder zu sein oder zu werden. Doris Marie, wenn Monika die Nachricht nicht liest, dann schreibt deine Frage auch gerne in die Kommentare unten, sagt Tine Mai. Doris Marie, ist es weiter oben? Frau Bukolli, was sagen Sie zu den Online-Selbsttests für psychische Probleme, also Selbstdiagnose, gefährlich oder gut für den Anfang? Naja, wenn du jetzt schon voll unter Stress bist und glaubst, du hast was, ja, und dann kommt bei diesem Selbsttest raus, dass das so ist, dann kann es sein, dass sich das dann total fertig macht oder dass du dann auch auf dem Höschendampfer bist und dir denkst, ja, ich habe Borderline oder ja, keine Ahnung, das ist eine bipolare Störung 2 und dann ist es das aber gar nicht, weil du ja dieses Gesamtbild nicht hast. Es müsste ja keine Psychologen, keine Fachkräfte, keine Psychotherapeuten geben, wenn es denn so einfach wäre. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es übrigens klopfen sollte irgendwann, dann muss ich kurz mal öffnen, aber ich werde dann nicht sofort wegspringen, sondern wir werden das Ganze noch abrunden. So, heute sind wir extrem früh dran, ne? Im Vergleich zum letzten Mal, da ging es, glaube ich, bis 23:30 oder so, nachts. Hallo, was haltest du von der katatym-imaginativen Psychotherapie, fragt Markus. Ja, halte ich viel davon, wenn es ein Therapeut mit Leidenschaft macht und wenn die Person sich darauf einlassen kann, wirklich was zu imaginieren, sich was vorzustellen. Es gibt ja Menschen, die können da voll mitgehen, wenn du sagst, irgendwie stellen sie sich vor das und jenes oder schauen sie auf dieses Bild, was für dieses Bild hier. Also wenn man mit kreativen Methoden, mit Visualisierung, mit, keine Ahnung, Einfühlsamkeit, Fantasie arbeitet, da gibt es Menschen, die springen da voll sofort auf und dann gibt es aber Menschen, die können damit rein gar nichts anfangen und sagen dann, was will die Alte von mir? Mir fällt nichts ein, meine Birne ist hohl. So in etwa, ne? Jetzt wieder sehr plastisch gesprochen. Habe ich da gerade was gehört? Guck mal aufs Handy, Sekunde. So. Entschuldigung, muss mal ganz kurz am Handy gucken. So, bin schon wieder voll da. Hallo, was hast du schon gefragt? Ich habe schon geantwortet. Ich bin ein Bussprinter Thomas, ist meine erste Therapie und bin schon 45 Jahre, mir hat mein Leben lang keiner zugehört. Vielleicht liegt es daran, Romina Krüger, wie kann ich meine Dissoziationen in den Griff bekommen? Es belastet mich schon sehr, ist die Frage, wann hast du sie, wieso hast du sie? Jedes Symptom, das du hast, also alles, was irgendwie so aus dem Ruder geht, das ist ein Signal deiner Psyche, deines Körpers, von dir, höchstpersönlich, von deinem Unterbewussten und ein Lösungsversuch eigentlich. Das hört sich jetzt vielleicht extrem schräge und komisch an, wenn ich sage, ein Symptom ist ein Lösungsversuch, aber da gibt es echt viele, viele Theorien dazu, dass Symptome, die wir Menschen produzieren, wenn wir zum Beispiel völlig unmotiviert eine Panikattacke kriegen, dann ist das eigentlich ein Lösungsversuch und das kann darauf hindeuten, dass etwas tief verdrängt in deinem Inneren ist, das einfach raus will und dass du verbal über Worte nicht rausbringst oder dass eine Angst in dir steckt oder auch ein Wunsch, eine Sehnsucht, was dir überhaupt nicht bewusst ist. Und dann kommt dieses Symptom zustande und diese Dissoziation ist ja oft ein Versuch, sich einfach zu retten vor einer Situation, die gefährlich erscheint oder die unlösbar erscheint. Und in Wirklichkeit ist es aber vielleicht eine Situation, die gar nicht gefährlich ist und auch nicht unlösbar ist, aber in dir das Gefühl triggert, weil es irgendwas gemeinsam hat mit einer Situation von früher. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel oder gebe ich euch ein Beispiel. Das ist leider Gottes. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, was ich jetzt sage, für den Alltag, für euch zu wissen.
Es ist leider Gottes oft so, dass gerade das Setting einer Psychotherapie oder wenn du zu deinem Hausarzt gehst und das ist jetzt nicht der Freund der Familie, den du ewig schon kennst, sondern irgend so ein Arzt halt, der so eine professionelle Distanz zu dir hat, dass genau, oder eben auch ein Therapeut, eine Therapeutin, so wie ich, dass genau in der Situation des Alleinseins mit einer zweiten Person in einem geschlossenen Raum Gefühle von früher getriggert werden, wo du dich ausgeliefert gefühlt hast, wo du dich bedroht gefühlt hast. Wenn du zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung hast, kannst dir auch Stress bereiten, wenn noch so lieber wohlmeinender Therapeut dir gegenüber sitzt, weil du dir dann auch wieder bedroht vorkommst und dann kannst du in eine Dissoziation kommen, obwohl du die eigentlich nicht nötig hättest, klarerweise, weil der Therapeut ist ja dein Helfer zur Selbsthilfe. Aber das ist so ein Schutzprogramm in deinem Körper abgespeichert. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, mach dies oder das, dann hören die Dissoziationen auf, sondern man müsste die Dissoziation nicht einfach so an der Wurzel packen und rausreißen wie Unkraut, sondern man müsste erstmal schauen, was ist die Wurzel der Dissoziation? Woher kommt sie denn? Warum ist sie denn da? Wofür brauchst du sie denn? Brauchst du sie? Du brauchst sie natürlich nicht, das ist mir schon klar. Aber man kann nicht sagen, so, die Dissoziation ist wie ein Pickel. Den muss ich einfach ausdrücken, ist er Eiter raus, dann ist er weg, der Pickel, oder ich überschminke ihn. So geht's ihm nicht. Sondern sie reißt dich aus einer Situation raus und es gibt sicher einen Grund dafür. Irgendwann hast du gelernt, dass Gefahr droht. Und das ist so ein Schutzprogramm oder so ein Lösungsprogramm. Wenn kein Schutzprogramm, dann eben Lösungsprogramm. Flucht oder Angriff, ihr wisst, das ist die Reaktion, wenn man sich bedroht fühlt. Ninja, ist es normal, dass Analytikerinnen neutral auf Missbrauch reagieren? Ich habe nachgefragt, ob sie das, was ich erzählt habe, als nicht schlimm einschätzt. Da kam nur, wie schätzen Sie es denn ein? Es gibt tatsächlich Therapieschulen, Ninja, ich weiß nicht, ob deine Therapeutin so einer Therapieschule angehört. Es gibt Therapieschulen, wo tatsächlich Gegenfragen einfach eine Technik sind der Therapie, der Gesprächspsychotherapie, also wo sozusagen der Ball zurückgespielt wird und die Lösung aus dir selber kommen soll, die Antwort aus dir selber kommen soll, auch im sokratischen Dialog, der eben sich auf den Sokrates, auf den griechischen Philosophen, der am Marktplatz Fragen stellte an die Menschen und ihnen so zu ihrer eigenen bestmöglichen Antwort verholfen hatte. Also diese sokratische Methode geht eben auf diesen Sokrates zurück. Diesen Sokrates ist doch ein Kollege von mir, Philosoph. Also das ist so eine Technik oft, diese Gegenfrage. Und wenn ihr Politikerdiskussionen anguckt, seht ihr im Fernsehen zum Beispiel, seht ihr auch oft, dass eine Gegenfrage gestellt wird, beziehungsweise auch beim Training, wenn zum Beispiel Sportler ein Interview geben im Fernsehen, werden sie oft darauf trainiert, zuerst mal die Frage zu wiederholen und dann irgendwas Beiläufiges zu sagen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Reporter fragt, wie schätzen Sie Ihre Chancen beim heutigen Riesenslalom ein, dann sagt er, wie ich meine Chancen beim heutigen Riesenslalom einschätze. Und dann sagt er eigentlich nur mehr heiße Luft. Also es ist auch so eine Art, weißt du, den Ball zurückzuspielen. Das macht der Therapeut aber nicht, weil er fies ist und weil er dir keine Antwort geben will, sondern weil es viel mehr wert ist, wenn du dir selber Antwort gibst, wenn deine grauen Zellen arbeiten und die Antwort von dir kommt, als wenn er sie dir so künstlich aufpfropft und du sie dann eh nicht annehmen kannst. So, denke ich, ist es gemeint. Und wenn du die Frage aber, die Gegenfrage oder dieses Zurückspielen der Frage nicht nehmen kannst, würde ich einfach sagen, ich kann jetzt mit ihrer Gegenfrage nichts anfangen. Ich habe sie gefragt, weil ich selbst keine Antwort weiß. Mein Kopf ist momentan ganz leer. Ich fühle nur so eine Leere. Dann beschreibt dem Therapeuten, der Therapeutin, wie sie geht mit diesem Ball-Zurück-Phänomen oder dieser Technik, die da angewendet wird möglicherweise. Und vielleicht ist es auch keine Technik, sondern einfach spontan dem Therapeuten so eingefallen. Jasminil, was denkst du dazu, wenn es einem schwerfällt, Blickkontakt mit der Therapeutin zu halten? Das habe ich auch in meiner Praxis immer wieder mal oder auch in der Klinik. Habe ich das oft, dass Leute mich nicht angucken. Und ich muss zugeben, in meiner eigenen Ausbildungszeit hatte ich auch anfangs riesen enorme Schwierigkeiten mit Blickkontakt. Keine Ahnung. Also ich erinnere mich jetzt, wo du das schreibst, echt extrem dran, dass es voll schwer war. Blickkontakt, das habe ich jetzt natürlich als Therapeutin glücklicherweise nicht mehr. Wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Aber in jungen Jahren, so mit 14, 15, 16 bis 21, war das total schwer für mich, den Blick standzuhalten, weil es so eine Verbindung, so eine Bindung herstellt und einen auch verunsichert. Man fühlt sich dann ja extrem beurteilt, beobachtet, möglicherweise bewertet.
Und wer ein Selbstbewusstsein hat, also wirklich, ich sage ja immer wieder, Selbstbewusstsein ist nichts, was du dir auf Amazon bestellen kannst und für immer dann horten kannst und konservieren kannst. Du musst es dir immer wieder von neuem aufladen, wie ein Handy, ja, wie ein Smartphone, iPhone, was auch immer. Aber wenn du eben gefestigt bist in einem Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, dann hast du kein Problem mit Blickkontakt. Das heißt einfach, man ist ein bisschen selbstunsicher. Manche Klientinnen, Klienten von mir reden so, also wenn ich da sitze, ne, und sie so angucke, wie jetzt die Kamera quasi von meinem Notebook, dann reden die so mit mir, ja, und dann war das so und so. Oder die reden manchmal auch so, dass sie die Hände vorm Gesicht haben. Und ich sage dann aber nicht, schauen Sie mir in die Augen, was ist da los? Weil das wäre ja absolut rüde und barsch und menschenverachtend, sage ich jetzt mal wirklich, ist so. Weil der kann das halt gerade nicht. Und wenn ich dann spüre, schaut öfter zu mir her, wenn die Person dann schon länger in Therapie zu mir kommt, dann freue ich mich natürlich, weil dann merke ich, es entsteht eine Beziehung. Ja? Es gibt auch einfach Menschen, die machen das prinzipiell nicht. Die sind lieber so für sich, wenn sie Gedanken entwickeln. Also es ist nicht gut oder schlecht. Nur wenn derjenige drunter leidet, sollte man daran arbeiten, dass er Blickkontakt halten kann. Irina Valeria, Monika, hattest du selbst auch schon mal sowas wie eine Panikattacke oder andere psychische Auswirkungen, so wie wir? Also ich behaupte jetzt mal Folgendes, dass jeder Psychotherapeut und jede Psychotherapeutin vieles von dem, was in der Praxis oder in der Klinik, wo sie eben arbeitet oder er arbeitet, selbst schon mal zumindest im Ansatz erlebt haben sollte, weil man sich ja so schwer einfühlen kann. Man kann jetzt natürlich nicht alles erlebt haben, was einem erzählt wird. Glücklicherweise sind einem nicht alle Traumata dieser Welt selbst widerfahren. Aber ich habe zum Beispiel einen ganz massiven Verlustschmerz gehabt, weil ja mein erster Ehemann, als ich Mitte 20 war, von einer Sekunde zur anderen im buchstäblichen Sinne verstorben war, weil es ein Sekundenherztod war. Und ich will mich da jetzt nicht weiter privat ausbreiten, aber ich kann nur sagen, dass es eine ganz schwierige Zeit danach war, wo meine Angehörigen dann auch das Gefühl hatten, ich bin voll von der Rolle, neben der Spur war ich auch. Also ich hatte eine ganz heftige Trauerreaktion, soll heißen, ich konnte null, zero, null, 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 null damit umgehen zum damaligen Zeitpunkt, dass mir dieser Mensch, der mir so wichtig war, der mir nächststehende Mensch war, neben meinem Sohn natürlich, entrissen wurde. Von einer Sekunde zur anderen. Ich will mich jetzt nicht weiter bei dem Thema aufhalten, aber vielleicht kann ich mal ein Video dazu machen. Ich habe ja auch mal ein Video, quasi ein Geburtsvideo gemacht, wie es war, ein Kind auf die Welt zu bringen. Mein Kind, meinen Sohn, den ich sehr, sehr stolz bin und den ich natürlich über alles lieb habe. Aber meinen Mann hatte ich auch über alles lieb und also wenn ich mich jetzt da reinsteigern würde, reinsteigern heißt einfach das Gefühl zulassen, würde ich weinen vielleicht sogar oder würde ich zumindest Tränen in den Augen haben, weil ich dann wieder diese Ohnmacht spüren würde, die ich damals gespürt habe, weil es war natürlich ein Schock. Also um auf deine Frage zu antworten, auch das war ein Trauma. Es war eine seelische Erschütterung. Warum soll es bei mir anders gewirkt haben als bei jedem anderen Menschen auf dieser Welt? Es war ein Schicksalsschlag, es war eine Katastrophe. Und ich habe gleich reagiert wie viele Menschen. Ich war ohnmächtig, ich war hilflos. Und ich war auch noch nicht fertig mit meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und ich hatte mit 25 auch gerade erst mein Studium begonnen. Ich war eine Spätberufene. Ich war ja eine junge Mama. Also habe als erstes Mal gleich nach dem Abi meinen Sohn zur Welt gebracht, sozusagen. Und das war so mein erster, und dann war ich Schriftstellerin vom Beruf. Also ich habe als Schriftstellerin gelebt und gearbeitet, als Künstlerin, ja, habe Bücher geschrieben, damals schon, und Lesungen gehalten und davon gelebt und war dann quasi erst mit 25 soweit zu studieren und habe dann Philosophie studiert. Das war eigentlich zufällig, ja, zufällig. Was ist eine andere Geschichte? Panikattacken, in diesem Sinne hatte ich nur ein einziges Mal, ja, hatte ich, aber keine hausgemachten, sondern tatsächlich Panikattacken in Zusammenhang mit einem Medikament. Ich habe ja erzählt, dass damals, als ich diese Trauerreaktion hatte, meine Eltern in Sorge waren und die haben dann gesagt, so, dein Mann ist gestorben, du liegst wie ein Häufchen Elend, magst nichts mehr essen, magst nicht raus. Die hatten nach 14 Tagen schon voll die Angst um mich, ja. Und habe mich dann auf eine Psychiatrie geschleift, genau auf die Psychiatrie, wo ich dann später mein Praktikum machte. Einige Jahre später, 5, 6 Jahre später, war ich dann als Praktikantin dort. Damals eben als Patientin, also ich war einmal in meinem Leben tatsächlich Psychiatrie-Patientin gewesen. Unfreiwillig, ich wusste auch nicht, was mich da erwartet. Und dieser Psychiater hat mir gleich 10 verschiedene Medikamente aufgeschrieben.
Jahre später hat dann der Chef dieses Psychiaters mir gesagt, weil ich ja dann als Praktikantin auf derselben Station gelandet war, Jahre später, der sagte dann zu mir, dieser Chef, oh mein Gott, weil ich habe es ihm erzählt, wie das damals gewesen war und dass das keine schöne Erfahrung für mich gewesen war, wie man da mit Trauer umgeht und dass man dann wie eine Kranke behandelt wird, anstatt dass dann ein ausführliches Gespräch geführt wird, wie auch immer. So war es gewesen und der Chef sagte dann, um Gottes Willen, der hat ihnen ja voll die falschen Medikamente, viel zu viel Medikamente. Und da habe ich eben auch ein Medikament dabei gehabt. Ich habe es ja zunächst geschluckt, weil ich dachte, mir wird schon wissen, so wie halt Patienten denken. Ne? Ich war irgendwie auch irgendwie von der Rolle, ne? Kannst du dir vorstellen. Jedenfalls war da so ein Benzodiazepin dabei und ich wusste nicht, dass das ein suchterzeugendes Medikament ist, ein Valium-Präparat sozusagen, also etwas, was schnell Abhängigkeit bringt. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das. Und wenn man diese Tabletten mal nimmt, ja, das sind Beruhigungstabletten, Tranquilizers sozusagen, wenn man die nimmt, gewöhnt sich der Körper sofort daran. Also wenn du die 3-4 Mal die Woche nimmst, kann es sein, nicht bei jedem ist es gleich. Aber ich war eben so eine Person, mein Körper hat sich daran gewöhnt und als ich es dann einfach alles abgesetzt hat, ich habe diese Psychopharmaka echt nur eine Woche genommen, ich fühlte mich wie ein Roboter, das war gar nichts für mich. Also ich bin so ein Mensch, ich mag das nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht Herr, Frau über mich selbst. Um die Geschichte zu Ende zu führen, wenn ich schon mal dabei bin, es war dann so, dass ich alles abgesetzt hatte und mein Körper hat das natürlich, meine Psyche auch nicht verkraftet, weil diese körperliche Abhängigkeit dann sofort entstanden war und dann hat man echt einen Medikamentenentzug, ja. Ich bekam dann Fieber und alles Mögliche, also zusätzlich zu meiner Trauer, die ich ohnehin zu bewältigen hatte, war ich dann sozusagen ordentlich ins Fettnäpfchen getreten und bekam dann eben die einzige Panikattacke meines Lebens, beziehungsweise die 2 oder 3 waren es, im Zuge dieser Medikamentenentwöhnung von Xanua ist das Mittel. Und wenn man es richtig einsetzt, ist es okay und dann ist es gut. Aber man muss dem Patienten als Arzt ganz genau sagen, Vorsicht, sie dürfen das nicht zu oft nehmen, sie dürfen das nur im Notfall nehmen, sie dürfen das nicht regelmäßig nehmen, beziehungsweise wenn regelmäßig, dann muss man das klinisch, also in einer Klinik wieder ausschleichen, ganz langsam. Ja. So, jetzt machen wir aber wieder weiter. Ich hoffe, dass diese Antwort euch auch ein bisschen was gebracht hat und Einblick gegeben hat. Ich kenne auch Psychotherapeutinnen, die selbst in Psychotherapie gehen. Ich kenne auch Psychotherapeutinnen, die selbst in einer präsuizidalen Krise schon mal waren. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das sind keine perfekten Wesen. Das sind Menschen, die bestmöglich versuchen, dich zu begleiten, dir zu helfen, aber die auch mal eine Krise haben können. Ja, also glücklicherweise hatte ich später in meinem Leben und nach meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin keinerlei derartige Symptomatiken mehr, weil ich habe dir ja auch schon erzählt, lang und breit habe ich das schon erzählt, dass man eine ausführliche Ausbildung macht, wo man ja selber durchtherapiert, analysiert und sonst was wird und sich echt selber durchcheckt, was alles im Leben traumatisch war und versucht, das wirklich gut aufzuarbeiten, damit man diese ganze Last eben hinter sich lässt, weil in keinem Leben war alles Halligalli und super. Also man muss schon schauen, dass wenn man in eine helfende Rolle geht, dass man dann möglichst mit den eigenen Baustellen zu Rande kommt und da nichts überträgt auf den Klienten. Und deswegen muss man eben auch so eine lange, ausführliche Ausbildung mit vielen Gruppen, Therapien und Einzeltherapien selber machen, was auch gut so ist. Und dann selber auch noch in Supervision und so weiter. Bravo, ich hatte auch bei Absetzung von Xanua eine Panikattacke gesagt, es ist wie es ist. Gott sei Dank die einzige in meinem Leben. Deine Ärztin meinte, das wäre Blödsinn, dass die vom Absetzen des Medikamentes kommt. Doch, kann durchaus sein, ist so. Alexander Neumann, das desavouiert ja den Beruf des Psychologen nicht, wenn er Hilfe beim Kollegen sucht. Das bin ich ganz deiner Meinung, aber es gibt eben viele, die das nicht so sehen. Ja, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die Angst haben, sich eine Blöße zu geben, wenn sie sagen, ja, ich hatte auch eine Krise oder sagen, ja, mir geht es jetzt auch mal schlecht. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon Psychotherapeuten selbst in Gruppentherapie, die halt Burnout hatten, ja, weil sie was übersehen hatten und nicht gut auf sich geachtet haben. Das kann in jeder Berufsgruppe passieren, dass man sich selbst überschätzt. Verena, Lisa E., er hat die Chemo überstanden und im Moment geht es ihm gut, aber man kann es nicht sagen, wie lange das hält, weil er ist 80 und hat einen sehr aggressiven Lymphdrüsenkrebs. Sprichst du von einem Opa? Ich habe jetzt das natürlich nicht gelesen, weil ich so nur lange von dieser Geschichte mit der Trauerreaktion gesprochen habe.
Neptun, Freckles, ich bin sehr emotional abhängig von einer Vertrauenslehrerin geworden. Gibt es in der Hinsicht eigentlich eine psychische Störung, also in Richtung Bindungsstörung oder so? Ja, klar gibt es das, aber ich würde es jetzt nicht gleich als manifeste Störung sehen, sondern es ist in Reaktion auf diese Person so. Und es zeugt halt von einem ganz starken Bedürfnis, von einer ganz großen Sehnsucht. Weißt du, was ich meine? Und diese Person scheint so eine Lichtgestalt für dich jetzt zu sein, die diese Sehnsucht erfüllen könnte. Und dann entsteht eben so eine Bindung. Adriana klappert, ja, ich kenne es, die Tabletten, die wurden mir aufgedrückt. Ja, also wie gesagt, regelmäßig sie einzunehmen, das kann wirklich nur in einer akuten Krise gut sein. Ich bin jetzt keine Fachärztin für Psychiatrie, ich will den Fachärztinnen für Psychiatrie hier nicht ins Handwerk pfuschen. Ich habe nur von mir selber erzählt und von Patientinnen und Patienten, die ich kenne und die eben nicht wussten. Weißt du, was ich meine, wenn du nicht weißt, dass das ein Tranquilizer ist, dass das ein suchterzeugendes Medikament ist, dass das kein Medikament ist, das man einfach wie so ein Bonbon oder ein Gummibärchen einnehmen kann. Gummibärchen einnehmen, auch eine gute Monika-Formulierung. Nimm dein tägliches Gummibärchen ein und es wird dir besser gehen, aber nur ein orangenes. Scherz. Ja, also zurück zum Ernst der Sache, ja. Also Xanoa oder Praxiten oder was gibt's denn noch? Die Psychopax-Tropfen, vielleicht kennt ihr das. All das gehört in die Benzodiazepin-Gruppe. Ich glaube, es klopft. Ich muss mal kurz gucken. Wartet hier kurz mal auf mich. Ich komme gleich wieder. Hallo, da bin ich schon wieder. Also, Benzodiazepin-Gruppe, das ist eben diese Gruppe von Beruhigungsmitteln eigentlich, die man eben in akuten Krisen, wenn jemand jetzt wirklich gar nicht mehr weiter weiß, in einer akuten Panikattacke keine Luft mehr kriegt und gar nicht mehr runterkommt, keine Atemübungen mehr machen kann, gar nichts, was deeskalierend wirkt, dann kann man das als Notfallmedikation einsetzen. Und ansonsten bitte immer nachfragen, welche Nebenwirkungen, wenn ihr zum Facharzt für Psychiatrie oder zur Fachärztin für Psychiatrie geht, ein mündiger Patient sein. Manche Ärzte sagen dann, ja, das ist ohne Belang für Sie, Sie kennen sich eh nicht damit aus, besser ich erkläre Ihnen nicht die Nebenwirkungen, aber doch fragen, ob es ein Abhängigkeit erzeugendes Medikament ist, sollte man schon wissen. Und eben bei der Dosierung darauf achten, dass es nicht, dass so ein Benzo, wird es ja genannt, nicht regelmäßig genommen wird, weil dann erzeugt sicher eine Abhängigkeit. Schienenbus springte, ich musste 21 Tabletten täglich zwangsweise nehmen, hatte schon Parkinsonit als Nebenwirkungen von Haldol zum Beispiel und alles wegen Falschdiagnose. Ja, das ist natürlich schlimm. Sie haben mir jetzt noch mehr Angst gemacht. Ach herrje, Doris Marie. Nein, also das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes und in manchen Fällen ist es auch die Lösung. Ja, ich habe ja jetzt von 10 verschiedenen Psychopharmaka gesprochen, die dann in der Mixtur natürlich auch nicht gerade das Gelbe vom Ei waren, aber das ist auch schon ewig her. Das ist eine vorsintflutliche Geschichte. Heutzutage sind Psychopharmaka schon ganz anders, wie soll ich sagen, fortschrittlicher aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Pharma-Studien ist es schon ganz anders. Du musst dir vorstellen, bis zu den 50er Jahren oder erst ab den 50er Jahren, 1950er Jahren, gibt es richtige Psychopharmaka. Vorher hat man das nicht gehabt und da gab es auch die randalierenden Patienten noch viel häufiger auf psychiatrischen Stationen. Also es hat sich schon sehr viel getan und die modernen Psychopharmaka sind ja schon ganz was anderes als das, wovon ich gesprochen habe. Aber ich wollte nur sagen, dass man kritisch sein muss und nicht alles einfach so im Vertrauen darauf, der Arzt wird schon wissen, der ist ja allwissend, das ist der Gott in Weiß, nicht alles so einfach schlucken soll, im wahrsten Sinne des Wortes, und schon nachfragen. Und vielleicht wieder die Second Opinion, wenn man irgendwie in der Lage dazu ist, von einem anderen Facharzt. Wenn es jetzt eine längerfristige Medikation ist, dann ist es nichts Schlimmes, einen zweiten Facharzt zu befragen, weil es ist ja doch eine Lebensentscheidung, was du da sozusagen in die Biochemie deines Gehirns eindringen lässt, wenn du ein Psychopharmakum, also ein Medikament einnimmst, das auf deine Psyche wirkt. Das sollte man jetzt nicht so blauäugig und naiv machen, sondern da sollte man schon mündiger Patient sein, ist meine Meinung, nur meine Meinung, ich spreche nur für mich
und einfach mal sagen, ja und was, wie wirkt sich das aus, erklären Sie mir das doch bitte mal, weil das ist ja doch ein Eingriff in die Biochemie meines Gehirns. Ich vertraue Ihnen voll, aber bitte könnten Sie das auch für einen medizinischen Laien mir erklären, sodass ich weiß, ob da eine Abhängigkeitsneigung dann besteht, ob ich da irgendwie vorsichtig sein muss wegen Nebenwirkungen und so weiter. So, dann Kailin 90, Schienenbussprinter, ich habe dann das Gefühl, die Person schaut direkt auf meine Probleme, du meinst bei dem Blickkontakt bzw. Emotionen, falls du verstehst, das ist mir in diesen schwierigen Situationen dann einfach zu viel. Es ist, wie es ist, bravo, ich hatte auch bei Absätzen, das haben wir schon gehabt mit Xanoa, also immer kritisch sein, aber Xanoa an sich, also wenn du zum Beispiel eine Flugphobie hast und du nimmst ein Viertel des oder ein halbes Xanoa nur für diesen Langstreckenflug, dann ist das eine gute Sache, aber es ist keine Dauermedikation. Wenn es doch denn eine ist, dann solltest du in der Klinik ausschleichen. Wenn es denn passt, wenn du dauerhaft in der Krise bist, ist das wieder was anderes. Also es gibt durchaus Indikationen, wo man es auch längerfristig nehmen kann. Keine Panik, meine Lieben. Monika, kannst du mal in einem Livestream so etwas zum Beruhigen machen? Ich habe momentan sehr starke Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen. Annalena Kröger fragt. Ja, will das sonst noch jemand? Wollen wir mal so eine Entspannungstherapiestunde machen? Können wir gern mal machen, dass wir einfach eine Entspannungstherapie machen. Im Übrigen habe ich vor, jetzt noch so ein Viertelstündchen, also maximal bis 7, sagen wir mal so, ne? Und dann machen wir Schluss. Toll, Monika, dass du so ehrlich von deinen Selbsterfahrungen erzählst, das macht dich immer authentisch. Danke, ich hoffe, ihr vertraut mir noch, wenn ich mich als Mensch zu erkennen gebe, aber darauf baue ich, weil ich möchte auch anderen Therapeuten Mut machen, einfach zu ihrer Menschlichkeit zu stehen, weil das ist, glaube ich, unglaublich, nicht glaube ich, sondern erfahre ich immer wieder mal, es ist heilsam, wenn jemand, der momentan am Boden liegt und sich eben ohnehin schon schlecht und schwach fühlt, sieht, dass jemand, der so stark wirkt, auch Schwächen zeigt. Und das ist doch eine Vorbildwirkung. Einfach zu zeigen, ich bin nicht perfekt. Ich bin zwar Professor Mo, aber ich habe auch meine Ecken und Kanten. Ich hatte auch meine Schicksalsschläge, Krisen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich hoffe halt, weil ich mache das ja nicht, ich erzähle euch das nicht, um mich hier selbst zu produzieren oder mich als Opfer hinzustellen oder zu erzählen, was für schlimme Dinge mir widerfahren sind, sondern ich mache es mit der Absicht, euch zu zeigen, dass man Krisen gehabt haben kann und immer wieder mal haben darf und dennoch jemand sein kann, der das Leben anpackt und der Spaß am Leben hat und der das Leben gestaltet. So. Entspannung, ja, ist eine gute Anregung. Also wenn ihr das mögt, mache ich das gerne. Wenn der Therapeut sagt, erholen Sie sich von Ihrem Therapeuten, was meint er damit? Finde es irgendwie lustig, sagt Amelie. Ja, das hat er sicher scherzhaft gemeint. Merlin, wann weiß ich, ob die Meds helfen? Habe mit Fluoxetin vor ein paar Jahren angefangen, dann wieder abgesetzt und habe erst im Nachhinein bemerkt, dass die halfen. Nehme jetzt Opiprazol und bin mir nicht sicher. Das wird jetzt natürlich eine psychopharmakologische Diskussion, die ich selber, ja, diese Frau, die hier sitzt, also ich, angezettelt habe mit meiner Geschichte davon früher. Aber ich denke, es wäre gut, wenn ich da echt mal einen Facharzt für Psychiatrie mit dazu einlade. Kann ich gern mal machen. Ich bin ja mit vielen befreundet. Da könnte ich gerne mal, wenn wir über Medikamente hier talken wollen, das ist jetzt keine Floskel, kann ich echt machen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es möchtet, dann bitte ich mal einen Kollegen, da mit dabei zu sein. Weil jetzt so näher auf Medikationen, also ich weiß nur aus meiner Erfahrung als Psychotherapeutin in der Klinik, wo ich ja viel mit vielen Menschen zu tun habe oder auch in der Praxis, die Psychopharmaka nehmen, da weiß ich, dass sie oft eine lange, lange Zeit haben, bis sie erstmal wirken. Dass man so erstmal mega viele Nebenwirkungen hat. Die modernen Psychopharmaka haben weniger Nebenwirkungen als die alten, früheren Psychopharmaka in aller Regel, aber jeder Mensch reagiert völlig anders. Und deswegen sagt man auch Medikamenteneinstellung, weil es wirklich so ist, wie wenn der Psychiater so einen kleinen minutiösen Rädchen dreht, dass dann die gewünschte Wirkung zustande kommt. Aber du hast keine Garantie. Also es ist wie so ein bisschen experimentieren, wie so eine Prise von hier und eine Prise von da, weil jeder Mensch völlig anders reagiert. Aber natürlich kennen sich Fachärzte für Psychiatrie da bestens aus und haben ihre Erfahrungswerte und können goldrichtig liegen können, aber auch mit ihrer Einschätzung genauso wie ein Psychotherapeut mal daneben liegen. Und deswegen ist so wichtig, dass du rückmeldest, wie es dir mit den Medikamenten geht und dass du auch einen Facharzt für Psychiatrie findest, der dir zuhört. Also dieses Arzt-Patienten-Verhältnis war ja das Thema auch meiner Dissertation, meiner Doktorarbeit. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Das ist dasselbe Buch, das ich vorhin erwähnt habe,
nicht die Beziehungsformel, sondern das Buch heißt Abbilder Gottes und da geht es eben um dieses Verhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten, dass man sich wirklich verständigen kann. Also das war sozusagen der Sinn dieses Buches und meiner Doktorarbeit, da einen Beitrag zu leisten, dass Ärzte den Mut haben, mit Patienten so zu reden, dass die Patienten das verstehen und umgekehrt die Patienten den Mut haben, die Ärzte auch wirklich auszufragen. Weil das ist ja etwas, was sie persönlich betrifft. Lifefighter, etwas kann man bei Waschzwang tun. Manchmal dusche ich Stunden, fühle mich immer noch ekelhaft. Manchmal wasche ich mich regelrecht blutig. Siehst du, das ist wieder sowas, was ich vorhin gesagt habe, dass es voll schwierig ist, ein Symptom einfach so, wollte ich sagen, wegzuwaschen und mal einen Schwall Wasser darüber schütten. Natürlich wieder nur ein Scherz, aber jetzt habe ich mir die Lippe angehauen. So, also auf deine Frage zu antworten, Schienenbus-Sprinter, das warst ja du, ne? Lifefighter@, jetzt bin ich schon confused. Lifefighter@, das mit dem Waschzwang, das ist das Symptom und man spricht von einer Symptomsprache. Also das heißt, du müsstest zunächst mal dir dein Symptom vorknöpfen, dass er irgendwann begonnen hat und das auch in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Sinn im Sinne von, du musst erst gucken, welchen Sinn dieses Symptom macht, was will dieses Symptom zum Ausdruck bringen. Ich sage jetzt nicht, dass dein Symptom sprechen kann, kann es natürlich nicht, aber irgendwann hat es begonnen. Und ich denke auch zu spüren, was die Wurzel sein könnte. Ja, weißt du, was ich meine? Und man muss es an der Wurzel wieder packen. Man muss erkennen, was ist die Wurzel des Ganzen? Warum machst du es? Wofür machst du es? Wovon sollst du dich befreien? Etc. etc. Das würde jetzt zu weit gehen. Das würde dann schon Psychotherapie sein, wenn ich dir jetzt echt die Fragen stellen würde. Aber ich kann gerne mal ein Simulationsvideo genau darüber machen, wenn du möchtest, wo ich dann eben zeige, wie man da fragen kann als Therapeut, ja, dass man sozusagen das Problem an der Wurzel packt und nicht nur das Symptom beseitigt. Liebe Monika, sagt Diane, ich finde es wirklich sehr toll, wenn du auch deine verletzliche Seite zeigst und das alles ist ja auch einfach menschlich. Ich finde sowas in der Psychotherapie auch sehr hilfreich. Tine Mai, Doris Marie, ich höre immer gern Hörspiele zum Entspannen, dann konzentriere ich mich nur auf die Stimme und schließe meine Augen, finde ich cool. Das Bein von meinem Reborn-Baby ist gerade wieder abgegangen, sagt Andrea. Nach dem Livestream versorge ich sie wieder. Ja, machen Sie das bitte, mach das wieder. Wir sind ja hier du alle miteinander, ne? Sarah, die Kerze, ja, sehr gerne mal mit Kollege. Kailin, ich muss mir noch überlegen, mit welcher, aber findet sich sicher jemand, der bereit ist. Hoffe ich zumindest, bin ich guter Hoffnung. Kalina, ich werde es euch dann berichten. Ich werde mal einige drauf ansprechen. Kalina 90, oh ja, einen Stream mit Psychiater finde ich auf jeden Fall interessant. Ist doch eine gute Idee. Also es wird jetzt nicht übermorgen sein, das muss ich schon ein bisschen vorbereiten, aber ich überlege es mir und werde es mal in die Umfrage geben an die Psychiater, die ich kenne. Also die ich näher kenne, mit denen ich befreundet bin. Charlie, ich würde nie Psychopharmaka nehmen, Chemie in den Körper, das würde ich echt nicht mal im Notfall einnehmen. Teilt jemand meine Einstellung? Ja, weißt du, Charlie, das habe ich mir auch immer geschworen, aber als ich da so voll im Loch war, habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Da habe ich einfach gemacht, was man mir sagte, sagen wir mal so. Liebe Frau Dr. Bocoli, wichtig, sagt Life, a beautiful life. Später wird eine E-Mail ankommen, welche sehr wichtig ist. Bitte lesen Sie diese, mehr kann ich hier nicht sagen, Sophie. Anonym, danke, Toruk, habe ich registriert. Wenn ich nicht so schlimm, weiß ich jetzt nicht, was du meinst, aber lese ich mir dann natürlich durch, ob es noch heute ist. Also bitte immer zu Handen Monika Bocoli schreiben, weil ansonsten liest womöglich das Sekretariat. Ihr wisst ja, wie es mit E-Mails ist, da bin ich immer hinten nach. Deswegen, wenn ihr schnellere Antworten wünscht oder Reaktionen und ihr auch Feedback von den anderen aus der Community bekommen möchtet, dann immer in die Kommentare schreiben, wisst ihr doch. So. Anonym, danke Toruk, wenn ich nicht so schlimm drauf bin, dann bin ich mit mir zufrieden, kann mich so annehmen und selbstbewusst sein. Ja, aber dir, Anonym, kommt mir auch manchmal vor, dass du eine ganz Taffe bist, du hältst ja Vorträge vor Leuten, du bist eine ganz Taffe, aber gleichzeitig hast du so eine ganz zarte, fragile Seite, die sehr, sehr, sehr verletzlich erscheint, ja. Und verletzlich zu sein ist keine Schande, aber man darf sich nicht selber immer dann den Druck machen, ich darf nicht verletzlich sein, ich muss immer tough sein, ich bin auch nicht immer tough, nein, bin ich nicht. Habe ich heute ein Beispiel genannt, wo ich absolut nicht tough war. So, Jasminil, meine Frage ist etwas lang, daher habe ich es unter dem letzten Livestream-Video nochmal gestellt. Hier passt es nicht, es wäre nicht mehr übersichtlich. Schaffst du es mir bis Dienstag zu antworten? Mache ich.
Charlie, es gibt Situationen, bleibt einem nichts anderes übrig, lieber halbwegs handlungsfähig sein. Du beziehst dich jetzt auf die Psychopharmaka-Frage, ne? Da hast du wohl recht, Paola Pony. Manchmal gibt es Situationen, bleibt einem echt nichts anderes übrig. Und da eben, wenn du zum Beispiel so präsuizidal eingeengt bist, dann ist es wirklich besser, als du bleibst präsuizidal eingeengt. Oh, nein, nein. Doris Marie, wie Mail, oh krass, sie machen aber viel für andere. Wie schaffen sie das nur, ohne sich selber zu vergessen? Das macht mir Freude. Also ich würde es nicht tun, wenn es mir nicht Freude machen würde. Und es ist echt so, also ich würde mich abgrenzen. Ich hätte da keine Scheu, euch zu sagen, nein, jetzt gibt es eine Zeit lang keine Livestreams. Oder wenn ich mal eine Pause brauche, das sage ich euch schon, keine Sorge. Also die Frage war ja an mich, oder? Es ist eher so, dass mir das Spaß macht, dass das so wie ein Hobby ist, YouTube. Ja? Also da brauche ich ja nicht in meiner Rolle jetzt freischwebend aufmerksam zu sein, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und hoffe, dass das so ähnlich wie bei Domian oder Dr. Phil mäßig so eine Wirkung hat. Und das befriedigt mich und gibt mir Energie. Also ihr könnt euch das schon vorstellen, wie das läuft. Ne? Also wenn ich merke, dass niemand mit meinen Antworten oder Reaktionen zufrieden ist, wenn ich merke, es gibt null Daumen hoch oder es gibt nur Daumen runter oder wenn ich merke, keiner abonniert mich, dann weiß ich nicht, ob ich das dann so hartnäckig weiterführen würde, weil dann würde ich irgendwie zweifeln. Und so habe ich aber momentan gut aufgeladenes, durch euch gut aufgeladenes Selbstbewusstsein hier auf diesem Kanal als YouTuberin. Und ja, also wenn ich jetzt gar keinen Anklang mit meinem Videogedrehe finden würde, logisch würde ich mir dann wahrscheinlich überlegen, ob ich die Zeit anders und besser und effizienter mit etwas, was ich wirklich gut kann, nützen könnte. Monika, Moment. Wo ist das Ballonchen? Habe ich es gerade gesehen? Ach, ihr schreibt so süße, tolle Kommentare und ich sehe nur die Hälfte. Verena, Monika, ab wann würdest du sagen, dass jemand austherapiert ist und würdest du einem Klienten sagen, dass er nicht heilbar ist, wenn das wirklich so scheint? Nein, also ich bin eine jener Therapeutinnen, ich sage das nie. Ich finde niemanden austherapiert. Vielleicht ist eine Therapiepause angezeigt. Kim B., wie stehst du zu chronischem SVV? Das ist urschwierig, extrem schwierig für eine Therapeutin, sage ich dir echt ganz schwer auszuhalten, tue ich mir sehr schwer. Meine Therapeutin und ich haben jetzt ausgemacht, dass es okay ist, wenn ich es mache, solange ich mit Skills versuche, dagegen zu arbeiten und erst aufgebe, wenn ich merke. Okay, Triggergefahr an alle, die irgendwie fragil sind, zieht euch jetzt lieber zurück. Wenn wir über dieses Thema sprechen, also SVV ist wirklich etwas, wo ich ganz ehrlich sage, dass ich manchmal ganz viel Kraft da verliere. Das ist aber kein Vorwurf an die Klientinnen oder Patienten, die das machen. Aber ich sage nur so, wie es ist, ist manchmal sehr oft sehr, 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 sehr schwierig, ja, das auszuhalten, auch als Therapeut, jemanden zu begleiten, der eben da nicht rauskommt, wo die Skills nicht helfen, wo sich die Therapeutin extrem bemüht, mache ich gern mal ein Video dazu. Also zwei Videos habe ich jetzt schon wieder im Kopf, ne? Im Geiste. Nachdenklich 99, Charlie, ja, ohne Medikament ist es immer noch am besten, es unterdrückt die Symptome ja nur. Aber manchmal braucht man eben auch Aufschub, um aus dem Loch rauszukommen. Also so auf Dauer finde ich es jetzt nicht so extrem indiziert. Da sollte man schon kritisch mal schauen, ob man sie nicht wieder absetzen kann. Aber wenn du in einer echt mega, mega Krise bist, ist es manchmal besser, vorübergehend auch ein halbes Jahr, ein Jahr Psychopharmaka zu nehmen, als dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst und nicht mal mehr psychotherapiefähig bist, sprich nicht ansprechbar bist. Also man muss es differenziert sehen. Medikamente sind nicht gut oder schlecht, sondern es kommt auf die Situation an, es kommt auf das Krankheits- oder Störungsbild oder die Krisensituation an. Ob, ja, nein, wie, was. Ja? Wenn man dir eine E-Mail schreibt, soll man dich mit sie oder du anschreiben? Nur mal so aus Interesse, take it easy. Also wenn du jetzt mir mit du schreibst und mich über YouTube kennst, dann ist das okay für mich. Wenn mich jemand einfach so anschreibt über meine Website, dann schreibt er in aller Regel sie, weil das halt so ist in unserer Gesellschaft. Und wenn jetzt einer auf der Straße auf mich zukommt und sagt, ich will bei dir in Therapie kommen, okay, dann denke ich mir, okay, der kennt mich über YouTube. Wenn er mich nicht über YouTube kennt, ist er vielleicht so locker oder ist auf dem Land aufgewachsen, wo sich alle duzen. Keine Ahnung. Aber wenn ich merke, es ist nicht stimmig, ja, also wenn ich mit jemandem immer per sie war, und der hat bei mir Therapie gemacht, dann switche ich nicht auf du. Das würde ich auch irgendwie künstlich finden. Also grundsätzlich sagt man schon sie zu mir, klarerweise, weil ich ja einfach eine ganz
normale, vielleicht nicht. Wer ist schon normal? Was ist schon normal? Was ist schon die Norm? Das ist ja etwas, was wir so zusammenfantasieren. So, so, so und so hat es in unserer Gesellschaft zu sein. So und so ist der Klischee-Therapeut. Das ist ja dann Klischee. Also es gibt keine Norm, es gibt keine Vorschrift, wie ein Therapeut wirklich zu sein hat. Er muss den ethischen Grundsätzen eines Psychotherapeuten entsprechen. Aber sonst kann ein Therapeut individuell, je nach Charakter, unterschiedlich gefärbt sein, sich unterschiedlich präsentieren. Und ich würde mal sagen, dass man normalerweise sie sagt, aber wenn du mich jetzt hier über YouTube kennst, ich sage da ja auch du zu allen, egal wie alt, egal wer es ist, dann kannst du mich duzen. Aber dann schreib halt dazu YT, damit ich weiß, woher du mich kennst. Ja, weil sonst frage ich immer nach, wie kommen sie auf mich oder wie kommst du auf mich oder das mit dem du und sie ist dann immer so eine Frage anfangs, ne? Aber wie gesagt, wenn mich jemand über YouTube kennenlernt und mich mit sie anschreibt, dann schreibe ich auch mit sie zurück. Also das ist auch erlaubt. Es ist keine Vorschrift, mich zu duzen oder so zu sitzen, wenn du mich über YouTube kennst. Aber hier hat sich so etabliert, auf YouTube wird ja fast immer geduzt und ich würde mir irgendwie künstlich vorkommen und vielleicht auch uralt, ja, sage ich jetzt so, wie es ist, wenn ich da plötzlich jetzt mit und sie können und sie werden. Das ist einfach ein anderes Setting. YouTube ist ja doch recht jung. Auch die 50-, 70-Jährigen hier sind jung, jetzt vom Herzen her, sage ich mal. Und deswegen ist es für mich stimmig, wenn man da du sagt. Lange Rede, kurzer Sinn, mach das, wie du glaubst und du wirst ja dann sehen, wie ich reagiere. Hauptsache wertschätzend. Ob du oder sie wertschätzend, würde ich mir wünschen. Kim B., dass ich kurz vor einer Dissoziation stehe, sonst werden die Wunden zu tief. Ja, also es kann auch sein, ja, dass die Dissoziation kommt, um sich, um eben abzudriften, um Wunden nicht zu spüren und nicht verletzt zu werden. Joschi C., Monika, würdest du auch mal ein Treffen in Österreich oder Süddeutschland machen? Ja klar, in Österreich ist es viel einfacher, ne? In Wien oder so. Das müsstet ihr organisieren und ich würde dann schauen, freitags würde es am besten gehen in Wien. Flower Girl, also organisieren tue ich selber nichts, weil ich mache keine Fan-Treffen. Ich habe ja auch keinen Fanartikel-Shop oder irgend sowas. Wer sich mein Buch kauft, habe ich eh schon gesagt, oder eins meiner Bücher, freue ich mich. Aber ich selber kriege 10% vom Verkaufspreis und deswegen werde ich davon sicher nicht reich, außer es werden Millionen von Büchern verkauft, dann vielleicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Also dazu dient der Kanal jetzt nicht, hier einen Shop zu eröffnen. Who knows, was die Zukunft bringt. Vielleicht Scherzartikel, wie mir ein paar von euch geschickt haben. Charlie, du weißt schon, und eine von Millionen Seelen, also Scherzartikel, ihr wisst schon, was ich meine, dieses Handy-Entwöhnungspillen und so weiter. Ne? Das fand ich total super und süß. Sowas könnte ich in einem Shop anbieten, ne? Oder Gummibärchen für gute Laune oder sowas. Mama. Ab wann muss ein Therapeut einen Klienten in die Klinik schicken? Flower Girl fragt, das ist eine Frage, die ganz, ganz oft gestellt wird. Also kann ich dir ganz klar beantworten, ich muss jemanden in die Klinik schicken, wenn jemand suizidal auf mich wirkt. Wenn jemand die Frage, können Sie mir versprechen, dass Sie sich nichts antun werden, entweder gar nicht beantwortet oder mir sonst irgend oder eben sagt, nein, kann ich Ihnen nicht versprechen, dann bin ich gesetzlich dazu als Psychotherapeutin verpflichtet. Da kann ich mir nichts aussuchen, denjenigen nötigenfalls, das klingt jetzt krass, was jetzt kommt, aber so ist es, ich habe es schon mehrmals gesagt, nötigenfalls sogar polizeilich in der Klinik einweisen zu lassen. Also wenn die Person sich weigert, sich von mir dorthin begleiten zu lassen oder sich weigert, dorthin zu fahren oder sich überhaupt weigert, dann bin ich gezwungen. Ich hatte diesen Fall in dieser Form noch nicht. Aber ich hatte schon den Fall, dass jemand eben auf meine Empfehlung da tatsächlich freiwillig in die Klinik gegangen ist. Also er wäre nicht freiwillig gegangen. Ja, und es gab aber auch schon den Fall, dass jemand nicht ging. Jetzt nicht bei mir, sondern bei Kollegen. Da habe ich es halt mitbekommen in der Praxisgemeinschaft. Da ist es auch so ähnlich gewesen, wie wenn jetzt ich das gewesen wäre, weil wenn das der Kollege macht, also da habe ich jetzt wenig Unterschied gemerkt. Im Sinne von, ich habe das ganze Prozedere mitbekommen und ich hätte auch nicht anders handeln dürfen. Ja? Das ist ein Must-Have, weil man macht sich ja sonst schuldig, mitverantwortlich für das, was dann passiert. Was tun bei Retraumatisierung ohne Therapie? Schwierig, Wrong Planet. Also ohne Therapie, du hast wahrscheinlich Skepsis, ne, dass dir wieder sowas passiert, aber es gilt echt, dir das Vertrauen nicht nehmen zu lassen.
Alena Kröger, wann machst du etwas zum Entspannen? Aber mach dir keinen Stress. Also, das mache ich demnächst, wenn du möchtest. Das kann ich auch in einem Video machen. Das muss ja kein Livestream sein. Weil wenn wir jetzt hier alle zum Atmen anfangen, ich weiß nicht, also ich würde echt raten, die Bauchatmung. Vielleicht kann ja anonym dieses eine Video mit der Bauchatmung verlinken, aber ich will dir keinen Druck machen, anonym. Nur du bist immer diejenige, die am schnellsten alle alten Videos aus dem Archiv findet. Danke nochmal an der Stelle dafür. Aber wenn du es nicht machst, ist auch gut. Ich soll es ja selber machen eigentlich. Also alle Videos, wo so ein bisschen Entspannung vorkommt. Und irgendwie, ja, also ich kann ein Entspannungsvideo demnächst machen, ja. Aber ich will mir jetzt auch keinen Druck machen. Es gibt ganz viele ASMR-Videos. Probier die aus, Annalena. Manche finde ich echt cool. Also ich schaue mir gerne so ASMR-Videos, habe ich schon mal gesagt, von Haustieren an. Das klingt jetzt total weird, aber ich schaue mir echt gerne so Hunde an, die Salat fressen oder so. Es werden vielleicht einige Hundekennerinnen und Kenner sagen, Salat ist nicht gut für Hunde. Also jetzt, ungeachtet dessen, welche Ernährung für Hunde die beste ist, finde ich diese ASMR-Videos total schräge und gut, wo eben irgendwelche Haustiere, Kaninchen, ich hatte ja immer Kaninchen, wie ihr wisst, oder wie viele von euch vielleicht wissen, ja, wenn Kaninchen so eine, weiß ich nicht, Mohrrübe oder irgend sowas, Karotte, sagt man in Österreich, essen, vor laufender Kamera und eine Erdbeere, das finde ich total süß und mich entspannt sowas, wenn ich mir das angucke. Oder wenn ich Tiere anschaue, also Tiervideos, also jetzt nicht Jagdvideos, wo ein Löwe eine Gazelle erlegt, das meine ich jetzt nicht mit Tiervideos, ihr wisst schon, was ich meine. Friedliche Tiere, die irgendwas machen, was Liebes, dann ist man im Hier und Jetzt, wisst ihr, was ich meine? Einfach gucken, wie Tiere sich freuen oder wie Tiere fressen oder wie Tiere sich freuen, wenn der Tierhalter nach Hause kommt. Tierhalter, hässliches Wort. Das Minil, durch eine Frage meiner Therapeutin haben wir ein anderes Thema im Raum, was weniger relevant ist. Okay, dann kannst du ja wieder umlenken. Was haben wir hier noch? Miss Sophie Toruk Magdo, ich würde so gerne ein signiertes Buch haben. Von mir? Dann schick's mir einfach. Wir haben schon einige von euch ein Buch signiert. Vielleicht meinst du auch wen anderen. Das kann ich dann natürlich nicht signieren. So. Frauke, Doris Marie, habe auch Angst, mit meiner neuen Therapeutin darüber zu sprechen, da ich nicht in die Klinik möchte. Wer möchte in die Klinik? Hand hoch. Hands up. Also ich habe mich auch mit Händen und Füßen damals in meiner Lebenskrise nach dem Tod meines ersten Ehemannes extrem gewehrt, aber ich ging dann eben hin, weil ich damals auf dem Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Also wenn du gerade in so einer tiefen Krise steckst, dann schaust du dir doch an. Es ist zumindest eine Selbsterfahrung. Auch wenn nicht alles das Gelbe vom Ei ist dort, bestimmt nicht. Es sind auch nur Menschen, die sich halt bemühen, aber eben auch nicht das Rad neu erfunden. Aber es ist besser, als über deinen Gedanken zu brüten und zu glauben, du musst dir immer selber helfen. Es ist nicht so, dass wir uns immer selber helfen können. Es geht manchmal nicht. Wir brauchen andere. Ja, manchmal, die uns rausziehen, die außerhalb sind. Verenia sagt, ich habe meiner Therapeutin gesagt, dass sie für mich die Einzige scheint, die Einfluss darauf hat, ob ich am Leben bleiben will. Es war ehrlich, aber manchmal tut es mir leid, dass ich so überfordere. Nein, du überforderst sie nicht. Sie hat diesen Beruf ergriffen, weil sie solche Situationen nicht scheut und für dich da sein will. Also lass sie für dich da sein. Das ist ganz gut, dass du das machst und sagst. Nachdenklich 99, mein Hund liebt Karotten und Tomaten, nur mit ganz wenig Salz. Wow, süß, wow, süß, wow, sag ich. Lisa eh, aber wenn man freiwillig in die Klinik geht, dann kann man sich selber wieder entlassen, solange man nicht suizidal ist. So ist es sehr oft. Nick Groß, die Therapeuten auf vier Pfoten sind eh die besten. Ja, sage ich auch immer. Zeige ich jetzt mal ganz kurz ein Video, meine Lieben. Ein kurzes Video auf dem Handy. Das ist jetzt auch so eine Intervention von mir. Schau mal, ob ich es finde. Von einer ganz lieben Therapiekollegin von mir auf vier Pfoten. Wo ist es denn das Video? Nicht, dass ich zu viel verspreche. Videos. Ich hab's. Also meine Lieben. Seht ihr das? Das ist meine Therapiekollegin. Lilly, sie gibt immer Pötchen.
Einmal das eine, dann das andere, in der Hoffnung, dass sie dann sofort ein Leckerli kriegt. Ist die nicht süß? Also wenn ich die manchmal besuche, dann ist das für mich auch wie Entspannung pur. Man ist im Hier und Jetzt. Und ich denke mir immer, ich habe auch in diesem Video gesagt, Lilly, du bist meine beste Kollegin oder so, ne? Ist es nicht süß, das Tierchen? Sie ist auch so gescheit, ist gleich aus, das Video. Sollte ich mal ein Video mit ihr machen, dann müsste ich aber ihre Mami fragen, ob ich das darf. Hier nur so eine kleine Kostprobe. So. Antonia Mössner, mich macht die Essstörung echt fertig. Ich bin zu 100% von ihr gesteuert und fühle mich tot. Ja, das ist eben auch wieder sowas, Symptomsprache, ne? Ausdruck von etwas. Und man schlittert dann rein, man sagt ja nicht umsonst Essstörung und Magersucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Magersucht ist oder eine andere Essstörung, musst du jetzt hier auch nicht sagen, nicht preisgeben. Aber Antonia, es ist schon mal der erste Schritt, dass du erkennst, dass du echt in der Sackgasse bist. Und jetzt gilt's, es ist wie auf dem Berg. Ich vergleiche Psychotherapie ja, wie du weißt, immer mit Bergtouren, dass du rausgehst aus der Sackgasse und dir jemanden holst, der dich rauszieht, der dir sagt, hier geht's raus. Weil das ist oft wie ein Labyrinth, so eine Essstörung. Ne? Du kommst ja irgendwie nicht weiter, du kommst nicht raus, du drehst dich im Kreis. Da ist immer nur eine Wand, eine Sackgasse, die nächste Sackgasse. Und da dir den Druck zu machen, dass du selber rausfinden musst, ist das Idiotischste, was du tun kannst. Das Allerblödeste. Deswegen mach das bitte nicht. Du kannst es nicht. Du steckst zu sehr drinnen. Deswegen such dir jemanden, der neutral ist, der außerhalb von dem Ganzen steht und dem du bitte, bitte vertrauen kannst. Denn wenn du dir jemanden suchst, den du nicht vertrauen kannst, also wo du das Gefühl hast, dann wird es auch wenig bringen. Aber auf alle Fälle jemanden von außen dazu holen. Katharina, Teddy, Monika, ich finde, du kannst stolz auf dich sein. Danke, das freut mich. Ich weiß zwar nicht, worauf ich stolz sein soll, aber ich freue mich auf alle Fälle, dass du das sagst, weil ich bin eben auch ein Mensch. Ich freue mich auch. Deswegen sage ich ja Daumen hoch und so. Das klingt jetzt so blöde. Daumen hoch. Wozu ein Daumen hoch? Aber ich freue mich immer voll, wenn ich sehe, wow, die waren aktiv, die haben sich die Mühe gemacht. Ja, das freut mich, weil es ist ein Zeichen, dass da jemand einen Schritt macht und mir zeigen will, dass er es positiv und gut findet, was ich hier veranstalte. Ne? Weil es ist ja auch nicht so, wie soll ich sagen, es macht ja nicht jeder Psychotherapeut in seiner Freizeit. Und wenn ich da so ein kleines Lob von euch kriege und auch wenn manche von euch sagen, das ist toll von dir oder ja, dann geht mir auch das Herz auf. Und wenn ihr eure Therapeutin mal lobt, geht ihr auch das Herz auf. Also es gibt auch so ganz strenge Therapieschulen, die dürfen dann nicht mit der Miene zucken oder so, mit der Wimper zucken. Aber die meisten Therapeuten werden innerlich sich trotzdem freuen, auch wenn sie es nicht nach außen zeigen. Filou 1970. Doris Marie, ich war unter Alkohol. Was hast du da geschrieben? Alkohol war übrigens so auch so ein antidepressives quasi vor Psychopharmakon, bevor es die Psychopharmaka gab, wurde Alkohol als stimmungsaufhellende Substanz eingesetzt, durchaus. Also wenn man es niedrig dosiert, kann es ja durchaus was Positives, auch antriebssteigerndes, stimmungsaufhellendes haben, niedrig dosiert. Doris Marie, ich war unter Alkohol und wurde daher eingewiesen, da ich nicht mehr klar kam etc. und mit klarem Verstand würde ich nie in eine Klinik gehen, lieber sterbe ich. Ja, dann war das für dich eine ganz schlimme Erfahrung. Natürlich kann es auch passieren, dass man sich dann so als Objekt fühlt, dass das absolut schier und schier ein österreichisches Wort wäre, also absolut schier ist. Ja, ich bleibe bei schier. Wollt ihr, dass ich österreichisch rede? Nein. Ich rede ja jetzt auch österreichisch. Das ist ja österreichisch, wie ich rede. Es ist ja die Aussprache, ne? Es sind ja nicht so sehr die Worte. Aber schier ist eben so ein Wort, was typisch ist in Österreich, wenn man sagen will, das ist ganz abgrundtief schlecht oder hässlich oder so. Stefan M. sagt, Charlie, kenne mich nur in Deutschland aus Verhaltenstherapie, Traumatherapie, Gestalttherapie, Tanztherapie, Psychoanalyse, ach so, Therapieschulen, kognitive Therapie. Ja, kann man auch alles googeln. Lisa, manchmal ist Googeln gar nicht so schlecht. Lisa E. Korinka, kann man auch freiwillig mit der Rettung mitgeben, Notfall ohne Polizei, genau. Hope Herz, kannst du am Ende des Livestreams eine kurze Bauchatmungsübung mit uns machen? Ja, dann mache ich das. Doris Marie, also es klang jetzt so, ja, dann mache ich das. Ich habe das jetzt nicht böse gemeint. Muss man immer dazu sagen. Der Ton macht die Musik.
Der Surprise im Livestream? Ah, oh, Verena. Jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Der Surprise war, dass es einen Livestream gibt. Und der Surprise, der andere Surprise, diese Überraschungen, die ich gesagt habe, das eine ist, dass ich englischsprachig was machen will in Zukunft und das andere kommt erst. Annalena Krüger, mit Hilfe von Google habe ich dich gefunden. Du hast mich gefunden mit Hilfe von Google, cool. Nee, bitte mit Dialekt. Ich kann, komischerweise kann ich aus der Pistole geschossen, jetzt so aus dem Ärmel gebeutelt, kann ich nicht dialektal reden. Ihr denkt vielleicht schon, dass das Dialekt ist, aber das, was ich jetzt spreche, ist kein Dialekt, sondern es ist so, nur so eine österreichische Färbung. Aber ich kann euch ein paar Wörter sagen. Also ich habe mal in meinem Germanistikstudium österreichisches Deutsch und quasi Deutschlanddeutsch verglichen. Und da gibt es unterschiedliche Wörter, auch so wie Süddeutschland, so ähnlich ist ja das österreichische Deutsch, ne? Wie in Bayern so ähnlich. Und da sagt man eben andere Worte. Man sagt zum Beispiel, es fällt mir natürlich gar nichts ein. Man sagt in Deutschland, ich gehe hier hoch, in Norddeutschland zum Beispiel, und in Österreich sagt man, ich gehe da rauf. Ja? Ich bin da, sagt man in Österreich, in Deutschland sagt man, ich bin hier. Aber immer mehr Leute in Österreich sagen auch, ich bin hier. Und gerade die jungen Menschen sprechen immer mehr quasi dieses adaptierte Deutsch und nicht mehr so breiig österreichisch. Es ist ja diese breiige, breite Aussprache, diese weichere Aussprache auch, ja, die das Österreichische ausmacht. Also, dass wir einfach nicht so sprechen wie zum Beispiel in Berlin. Ich kann es jetzt nur so persiflieren. Natürlich sprechen die Berliner nicht so bescheuert, wie ich jetzt spreche. Aber sie sprechen halt ein bisschen tougher oder so, ne? Und irgendwie nicht so langsam wie wir Österreicher. Also, das war jetzt so ein Versuch, das bisschen zu parodieren. Ja, parodieren sage ich jetzt bewusst. Kein Berliner, keine Berlinerin möge sich jetzt irgendwie diskreditiert oder verarscht von mir fühlen. Aber für uns Österreicher klingt es halt ein bisschen so, ne? Und die Österreicher, die reden halt so ein breites Deutsch, so würden die Berliner das vielleicht parodieren. Ja. Frau Bukrolli, jetzt wieder ernsthaft. Doris fragt, Frau Bukrolli, könnten Sie mal, jetzt sagen alle Sie zu mir, auch okay, ein Video machen, wie Sie zu einer Diagnose kommen, bei einer, ist für mich beides okay, echt. Das war jetzt nicht irgendwie als Vorwurf gemeint, in keinster Weise. Wie ich zu einer Diagnose komme bei einer Klientin, wie viele Sitzungen ich dafür brauche. Okay. Also ich mache das immer in Zusammenarbeit mit der Klientin, ja, so. Aber das kann ich gerne mal zeigen. Nase juckt, Heuschnupfenalarm. Kontaktlinsen sitzen gut. Jeder hat so seine Macken, wisst ihr, was ich meine? Eure Macken würden mich auch interessieren. Greift ihr euch immer ins Ohr oder macht ihr dies oder macht ihr das? Genau, Ninjal, danke. Kaffiol und Blumenkohl. Kaffiol sagt man in Österreich, wiewohl jetzt immer mehr das Wort Blumenkohl sich auch in Österreich durchsetzt. Und in Deutschland würde man eben Blumenkohl sagen. Wow, habe gerade Monika gegoogelt, um ihre Adresse zu finden. Ihr Alter, ich habe sie 10 Jahre jünger geschätzt. Shit, nicht verraten. Ja, ich bin halt gut ernährt. Eine von Millionen Seelen, hab euch alle ganz lieb. Oh, süß. Klingt mich aus, danke für den Stream und deine Zeit, Monika, und eine gute Woche für alle. Wir kommen schon zum Ende, Wrong Planet, aber du kannst dich gerne ausklinken. Jeder kann sich jederzeit immer ausklinken. Wir sind hier nicht in der Gruppentherapie. Selbst in der Gruppentherapie sage ich immer, sie können auch rausgehen und es wäre schön, wenn sie wieder zurückkommen, weil Gruppentherapie ist was anderes als ein Livestream. Die immer lacht, vor Jahren wurde ich von einem Mann körperlich angegriffen, habe seitdem Probleme, mich auf Beziehungen einzulassen. Ganz klar, dass du Probleme dadurch bekommen hast. Mit so viel Monika, ich verrate es nicht, kann eh jeder googeln. Und Anna Viola, ich streiche mir immer durch die Haare, meine Macke, ja, und ich habe immer das hier, ne, und ja, ist egal, oder? Hat man halt so seine Macken. Meine Macken, meine Augen, die sich immer so schnell hin und her bewegen, sowieso meine Mimik, die ist unkontrollierbar, sagt Charlie, da wäre ich voll gespannt drauf. XX, liebe Frau Professorin, Sie hatten doch eine Zeit lang einen philosophischen Abend moderiert, sind Sie noch in dieses involviert? Ja, das mache ich jetzt einmal im Jahr, meistens. Aber ist voll spannend, philosophische Abende. Antonia Mössner, kann man von der geschlossenen Psychiatrie ein Trauma haben, weil ich auf Flashbacks, ja, kann man leider. Aber meistens ist es nicht der Fall, kann man. Grundsätzlich kann man von allem ein Trauma haben, wenn es irgendwie schief läuft. Darf ich einen Wunsch äußern? Ein Infovideo über Körpertherapie. Macht es, Katharina. Doris Marie, eine von Millionen Seelen kenne ich, lenke ich ab, aber man nimmt immer etwas auf. So, du bist auch lieb, Tine Mai, Gruppenknuddeln angesagt. Ja, ihr werdet noch zur Kuschelgruppe, meine Lieben. Selbst von einem Psychologiestudium, wenn man selber mit der Psyche zu kämpfen hat, 10 AM, kann trotzdem gut sein.
kann auch heilsam sein. Ob du es dann ausübst oder nicht, wirst du ja sehen, ob du wirklich mit Klienten, Patienten dann arbeiten willst. Tine Meier, Gruppenknudeln. Macht eine Knudelgruppe, wenn ihr wollt. Jasmin Nil, kannst du es dir bitte notieren, Monika, dass du mir noch bis Dienstag antworten möchtest? Ich möchte dir nicht Druck machen. Du hast ja auch andere Dinge um die Ohren. Stimmt. Da kann es ja auch untergehen. Ich werde jetzt dann Schluss machen und dann Kuschelgruppe. Also noch Schluss machen heißt jetzt nicht sofort Schluss machen. Frau Bukolle, haben Sie auch Instagram, wo Sie ab und zu Sprüche oder kurze Videos posten? Doris Marie, ich habe zwar Instagram, aber ich poste fast nie was. Ich habe nur Facebook und da mache ich mehr so mit meiner Agentur Living Culture. Also da ist eigentlich Psychotherapie nicht so groß. Aber ich habe jetzt auch auf Facebook einen Psychotherapie-Kanal. Genau, wie heißt der doch? Praxis für Psychotherapie und Philosophie oder so irgendwie. Ich guck mal, ob ich den hier kriege. Das war auch so ein Zufallsprodukt. Da wollte ich mich eigentlich einloggen bei meinem Kanal und dann habe ich mich aber irgendwie anders eingeloggt und dann war plötzlich der Kanal da und dann habe ich ihn halt behalten. Kanal, Seite. Es ist ja kein Kanal auf Facebook. So, versucht euch jetzt ein bisschen zu entspannen, meine Lieben. Wir machen jetzt die Entspannungsübung und ich schaue, ob ich das noch auf Facebook finde. Ich gucke. Also lehnt euch zurück, die, die halt wollen. Wer nicht will, macht nicht mit. Niemand ist gezwungen. Die Bauchatmungsübung. Also zurücklehnen, Körpergrenzen spüren, also bequeme Sitzhaltung oder auch hinlegen. Wer will, kann sich hinlegen und mir einfach so zuhören. Eine bequeme Stellung, Position einnehmen. Das ist ja oft ganz schwer rauszufinden, was einem gerade gut tut, ne? Oder? Ich muss kurz mal mein Passwort eingeben, sonst läuft hier gar nichts mehr. Und dann einfach tief einatmen und ausatmen. Also und gleich nochmal. Nur wie will. Und ein drittes Mal. Auch mal aufseufzen, nochmal tief einatmen. Schert euch nicht drum. Schaut ja keiner zu. Mir vielleicht schon, aber euch hoffentlich niemand. Einfach rausseufzen, die ganzen negativen Energien beim Atmen rauslassen, ja? Jetzt schaue ich mal, ob ich das finde. Kurz mal warten noch. Weiter atmen. Es ist immer der Atem, über den die Entspannung kommt. Ein Herz für jeden wundervollen Menschen, hier sagt Tine Meier, seid so schön, ich bin übrigens gerade am Multitasking. Kann man nicht in Worte fassen, danke an Monika und an dich, gebe es diese tolle Gemeinschaft nicht. Ja, und auch wenn wir mal eine Krise haben, wir werden sie überwinden. Wir hatten schon mal eine Krise, da waren noch nicht alle dabei, aber da hatten wir Stalker und Trolls hier. Und auch das haben wir übertaucht, obwohl ich da damals auch am Limit war. Denn dieser Kanal hängt von euch allen, von dir, jetzt kommt der Finger, von jedem Einzelnen ab, jeder kann was kaputt machen. Jeder hat Verantwortung. Jeden vertraue ich irgendwo, solange ich diesen Kanal mache, weil es ist eine Vertrauenssache. So, wie komme ich jetzt dahin? Jetzt komme ich gleich dahin. Ich hab's. Also, zeige euch den Kanal. Wer will, geht dann dahin. Wer nicht will, geht nicht hin. So, wo ist er denn jetzt? Ist er wieder weg? Da habe ich ihn. Benachrichtigungen, Aktivitätsseite. So, jetzt haben wir die Seite. Das ist der Kanal, meine Lieben. Jetzt mache ich das wie die YouTuber mit dem Food Hall. Also, er heißt auf Facebook, ne? Da könnt ihr gerne abonnieren. Genau, kann man abonnieren. Praxis für Psychotherapie, Sexualtherapie und philosophische Praxis heißt das Ganze. Ist auf Facebook, mein Foto ist drauf. Habe ich kürzlich erst gemacht. Da sind auch Artikel von mir drauf und so weiter und so fort. Ja, aber ich betreue es jetzt nicht so extrem wie diesen YouTube-Kanal. Aber man kann auch was posten und so weiter und so fort und Fragen stellen. Und irgendwann werden sie sicher beantwortet. Die schnellste Methode ist noch immer Kommentare in die Kommentare schreiben. So, und jetzt einfach zurücklehnen oder halt hinlegen. Hand auf den Bauch. Andere Hand auf die Brust und einatmen. Beim Einatmen wölbt sich die Bauchdecke leicht nach außen. Beim Ausatmen
senkt sich die Bauchdecke leicht nach innen. Wenn dir das gelingt, dann hast du die Bauchatmung schon im Griff. Üb das einfach, die Bauchatmung. Ja, du kannst ein bisschen Musik im Hintergrund machen, musst du aber auch nicht. Kannst Naturgeräusche abrufen von YouTube, wie auch immer. Mach sie bequem, setz dich hin, trink vorher ein Schlückchen Wasser, keinen Schnaps. Und dann, lachen geht auch, kann man sich auch entspannen dabei. Und dann in diesen Modus, wo du keinen Druck machst, wo du einfach deine Atmung genießt, ja? Gut durchlüften vorher, dann die Bauchatmung. Stell dir vor, ich spreche zu dir, beim Einatmen öbt sich die Bauchdecke leicht nach außen, beim Ausatmen senkt sie sich leicht nach innen und der Atem fließt von ganz allein. Und dann kannst du dich konzentrieren auf deinen Körper und einfach atmen. Also in dieser Entspannungsübung will ich gar nicht weitergehen, nicht die einzelnen Körperteile jetzt durchgehen. Das machen wir gerne in einem anderen Video. Da mache ich dann gerne mit euch die, wer halt will, die progressive Muskelrelaxation. Aber in diesem Video will ich dich einfach mal darauf trainieren, Bauchatmung zur Übung. Übung, ich kann gut reden. Siehst du, mein innerer Kritiker lächelt. Der sagt sich, hat sie wieder mal sich verlabert. So sollte dein innerer Kritiker auch sein. Sollte auch humorvoll sein. Das mache ich zu einem Österreicher. Mach deinen inneren Kritiker oder deine innere Kritikerin zu einer Österreicherin, die ganz viel Schmäh hat. Das ist mein Schlusswort für dich. Die ganz viel Humor hat und Selbstironie. Das kann die Lösung sein. So, ja, Jasmin, ich schaue jetzt dann. Und Helena H., das ist ein Thema für uns alle, das Atmen. Gerne machen wir das nächste Mal wirklich so eine Atemübung. Ja, ich habe Husky-Augen, hat mal jemand gesagt. Darum schaue ich mir auch immer die Husky-Videos an. Wenn ihr einen Tipp haben wollt, also Gohan, der Husky ist so ein Lieblingskanal von mir. Der hat schon mega viel, ich glaube eine Million Abonnenten, aber ich finde den voll süß, diesen Hund. Also meine Lieben, ja, Lisa E., es ist sinnvoll, wenn Therapeutin und Psychiater miteinander reden, denn die sollen sich ja auch austauschen. Ich trenne ihn körperlich und seelisch, solltest du nicht unbedingt trennen. Versuch's mal als Ganzes zu sehen. Und jetzt, meine Lieben, geht die liebe Monika wieder raus auf den Balkon, ein bisschen frische Luft tanken. Mach das vielleicht auch. Tschüss, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ach ja, es gibt ja ein Video jetzt dann gleich von mir. Genau, heute kommt noch eine Premiere, sogar viel Spaß dabei. Also Spaß vielleicht nicht, das ist ein sehr ernstes Thema, das auch triggern kann. Schaut mal selber. Freue mich auf eure Kommentare, Abos, Thumbs up, alles kostenlos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.